Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Lesung über die Biografie von Sophie Scholl, Es reut mich nichts. Mein Name ist Rainer Hohlweger, ich bin Gemeindepfarrer hier in Öschelbronn und ich freue mich, dass wir Robert Zoske heute Abend zu Gast haben. Herzlichen Dank für die Einladung, danke, dass ich zu Ihnen kommen darf. Ich habe etwas gestöbert und darf verraten, Sie sind Jahrgang 1952, waren Pfarrer, auch Pastor, wie man bei Ihnen sagt. Und heute waren Sie schon zu zwei Lesungen unterwegs. Deswegen die erste Frage nach Bad Boll, Stuttgart, jetzt hier in Gäufelden. Wie geht's Ihnen denn? Mir geht's ausgezeichnet. Die erste Lesung war gar nicht in Bad Boll, aber es war auf alle Fälle organisiert von Bad Boll aus, in 50 plus, auch in Stuttgart, also zweimal Stuttgart und dann hinaus nach Herrenberg. Ist doch wunderschön, die Fahrt hierher. Wir haben es, meine Frau und ich, genossen. Wir freuen uns, dass Sie hier im Gäu bei uns zu Gast sind. Sophie Scholl und die Weiße Rose. Sie beschäftigen sich schon seit einigen Jahren damit. Wie kam es zu der Beschäftigung mit der Widerstandsgruppe Weiße Rose? Also mit ganz großen Umwegen über Tübingen, weil meine Frau und ich uns vor 42 Jahren in der Herrenberger Straße in Tübingen kennengelernt haben. Nämlich dort gibt es das Karl-Heim-Studentenhaus und dort haben wir uns dann kennengelernt und seitdem sind wir zusammen. Und wir waren beide zusammen in Antwerpen in Belgien, meine Frau und ich, als Pfarrerin und Pfarrer. Und dort habe ich dann die Autorin der Sophie Scholl, der ersten Sophie Scholl-Biografie, Barbara Beuys, kennengelernt. Die war da im Jahre 2010, hat daraus dann vorgelesen und ich habe mich mit ihr unterhalten und dachte, nachdem sie so intensiv über Sophie Scholl geschrieben hatte, würde sie auch über den Bruder Hans Scholl schreiben. Aber sie sagte, nein, sie müsse immer ein neues Thema haben, sonst sei sie nicht genug motiviert, aber ich solle das doch machen. Ich fand das, wir kannten uns nur ein paar Minuten, ich fand das sozusagen als ein großes Kompliment, ich habe das nicht so ganz ernst genommen. Aber dann, da meine Frau aus München stammt und da es dort ein Institut für Zeitgeschichte gibt, das den ganzen Nachlass der Scholl-Familie gesammelt hat, bin ich dann dort in München in das Institut gegangen und habe mir den Nachlass angeguckt. Der war relativ frühzeitig bereits oder relativ früh von meiner Entdeckung aus gedacht zur Verfügung. Man konnte vor Mikrofilmen sich das anschauen. Und ich habe Sachen entdeckt, die bisher noch niemand publiziert hatte. Und das war dann der erste Schritt dazu, dass ich, ohne dass ich es gewollt habe, mit dem zarten Alter, im zarten Alter von 61 Jahren dann promoviert habe über Hans Scholl und die Weiße Rose. Und dann kam es zum Geburtstag von Hans Scholl 2018, 100 Jahre. Und Sophie Scholl dieses Jahr 100, so hat sich eins nach dem anderen entwickelt. Vor 10 Jahren hätte ich das nicht gewusst. Sie haben in Ihrer Biografie verschiedene Facetten von Sophie Scholl aufgezeichnet. Das Hitlerjugendmädchen, die Kindergärtnerin, die Geliebte, Widerstandskämpferin, Märtyrerin. Welche von diesen Facetten hat Sie vielleicht am meisten überrascht, aber auch am meisten fasziniert? Ich habe ja schon bei Hans Scholl festgestellt, dass er wirklich ein frommer evangelischer Christ war. Umso mehr habe ich mich gefreut, das auch bei Sophie Scholl feststellen zu können. Eigentlich zieht sich eine Facette darum durch alle Kapitel durch, nämlich: Wie ist denn Sophie Scholls Frömmigkeit entstanden und wie hat sie diese Frömmigkeit ihr geholfen? Darum vielleicht das letzte Kapitel, habe ich ja bewusst Märtyrer genannt. Sie ist mit ihrem Glauben und gestärkt durch ihren Glauben in den Tod gegangen. Hätte der Glaube sie nicht getragen, hätte sie das auch gar nicht geschafft. Das hat mich ganz besonders fasziniert und angesprochen, als evangelischer Pfarrer natürlich dann besonders. Vielen Dank. Ich will an der Stelle gar nicht weitere Fragen stellen, sondern bin wie Sie alle hier im Gemeindezentrum und auch zu Hause an den Bildschirmen gespannt über das, was Sie Neues über Sophie Scholl entdeckt haben und wie Sie uns das Porträt einer Widerständigen zeichnen. Vielen Dank. Ich werde versuchen, Ihnen Sophie Scholl heute Abend nicht als Ikone oder nicht als Denkmal, als Monument darzustellen, wohl als Vorbild, aber als eine Frau, als eine junge Frau, als ein Mädchen, als ein Mensch.
mit Schwächen und Fehlern, aber auch mit großen Charakterfestigkeit, mit großen Charakterstärken. Was wahrscheinlich von allen so, was Sie wahrscheinlich alle wissen, ist so ein Bild vom Ende von Sophie Scholl, jedenfalls dem Tag ihrer Verhaftung. Da gibt es dann so Filme, wo man das sehen kann, wo man im Lichthof der Universität in München flattern die Flugblätter herab und Sophie und Hans Scholl werden dann verhaftet. Ich beginne ein bisschen mit dem Ende, denn die beiden werden am 18. Februar 1943 verhaftet, Hans und Sophie, und werden sofort verhört, 2 Tage lang, nicht ganz ununterbrochen. Es gibt schon Nachtschlaf, aber doch schon sehr anstrengend. Und derjenige, der Sophie Scholl verhört, heißt Robert Mohr. Und der stellt an Sophie Scholl eine letzte Frage, und das ist dann alles protokolliert auf hunderten von Seiten, sodass wir die letzte Frage, die Robert Mohr an Sophie Scholl stellt, unmittelbar aus dem Verhörprotokoll her kennen. Schlussfrage. Während der Gesamtvernehmung, die sich über 2 volle Tage erstreckte, haben wir zwischendurch, wenn auch nur streiflichtartig, verschiedene politische und weltanschauliche Fragen besprochen. Sind Sie nach diesen Aussprachen nun nicht doch zu der Auffassung gekommen, dass man Ihre Handlungsweise und das Vorgehen gemeinsam mit Ihrem Bruder und anderen Personen gerade in der jetzigen Phase des Krieges als ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft, insbesondere aber unserer im Osten schwer und hart kämpfenden Truppe anzusehen ist, dass die schärfste Verurteilung finden muss? Robert Mohr baut ihr da sozusagen noch einmal zum Schluss so eine Art goldene Brücke und er fragt sie, wollen Sie nun nach 2 Tagen nicht doch sagen, dass das verkehrt war, was Sie gemacht haben? Ganz scharf, dass es ein Verbrechen war. Wollen Sie nicht sagen, es tut Ihnen leid, Sie bereuen das? Es ist insofern eine goldene Brücke, weil wenn Sophie gesagt hätte, ja, tut mir leid, das war verkehrt, aber heute würde ich das nicht mehr machen, ich mache einen Rückzieher, aber vor allen Dingen, ich bin ja eine junge Frau, das hätte schon gezogen zur damaligen Zeit, und die älteren Studenten und der Professor Huber, der dabei war, die waren mir überlegen und dann bin ich denen gefolgt, die haben mich sozusagen verführt. Wenn sie jetzt diesen taktischen Weg gegangen wäre, dann hätte eine kleine Chance bestanden, dass der Richter nachher oder das Gericht gesagt hätte, okay, keine Todesstrafe, denn auf Hochverrat stand Todesstrafe, sondern lebenslange Haft. Ob sie das gemacht hätten, ist eine ganz andere Sache, eine andere Frage. Aber so wie Sophie Scholl auf die Frage hier von dem Robert Mohr antwortet, gibt es eigentlich keinen anderen Ausweg als den Weg zur Todesstrafe. Denn Sophie antwortet, von meinem Standpunkt aus muss ich diese Frage verneinen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Und sie zeichnet das dann ab, Sophie Scholl. Und Sie sehen, das ist so eine Mischung zwischen Sütterlin, der altdeutschen Schrift, und der lateinischen Schrift. Es kommen Buchstaben vor, die nicht lateinisch sind. Sophie und Hans haben jahrelang, die haben erst in Sütterlin gelernt und viele Dokumente im Institut für Zeitgeschichte sind auch auf Sütterlin verfasst. Aber die Antwort von Sophie lautet auf die Frage von Robert Mohr, wollen Sie nicht doch? Und Sophie sagt nein, aber vielleicht nein. So dezidiert sagt sie es nicht, aber inhaltlich sagt sie nein. Es tut mir nicht leid, ich bereue es nicht. Vielmehr, ich glaube sogar, das Beste getan zu haben, was ich überhaupt für Deutschland, für mein Volk tun konnte. Und die Schlussfolgerung, ich bin bereit, die Folgen meiner Handlungsweise auf mich zu nehmen. Damit ist ganz klar, sie bekennt sich zu dem, was sie gemacht hat, macht keinen Rückzieher. Zur Weißen Rose gehörten insgesamt 6 Menschen, 5 Studentinnen und Studenten, 1 Studentin und der Hochschulprofessor Kurt Huber. 4 von den 6 haben in den Verhören nicht einen völligen Rückzieher gemacht, aber doch versucht, mildernde Umstände anzuführen.
Der eine sagt, ich habe 2 Kinder zu Hause und ein drittes ist unterwegs und ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch und deshalb habe ich das gemacht. Der Hochschulprofessor sagt, ich wollte eigentlich nur eine Reform der NSDAP einführen. Zwar stehe ich zu dem, was ich gemacht habe, aber ich hätte vielleicht andere Formulierungen gebrauchen können. Und Sophie und Hans sagen, das, was wir gemacht haben, das haben wir gemacht und so haben wir es gemacht und so finden wir es auch richtig. Wir wollen keine mildernden Umstände. War das klug oder nicht? Hätte Sophie zumindest die goldene Brücke oder den goldenen Strohhalm ergreifen sollen? Wir wissen, dass sie es nicht gemacht haben. Wie kommt es, dass gerade diese beiden Scholz so überzeugt sind von dem, was sie gemacht haben, aber auch so rigoros, so radikal, so unbedingt? Haben sie das gelernt zu Hause? Ein bisschen schon. Sie sind aufgewachsen in diesem beschaulichen Städtchen, diesem schönen Städtchen, nicht für Radikalinskis und Revolutionäre bekannt. Schon gar nicht, wenn man so geborgen aufwächst wie dort, umgeben vom Kocher, der Kocher fließt entlang. Sophie liebte es, in dem Wasser zu baden, zu schwimmen. Aufgewachsen im Rathaus, weil der Vater nämlich Bürgermeister war, also eine angesehene Amtsperson. Und auch wenn man in die Kindheit von kleinen Sophie guckt, kann man nur sagen, was für ein süßes Kind. Da kann man eigentlich nichts Radikales entdecken. Und wenn man sich die Familie mal anschaut, eine durchaus glückliche, vielköpfige Familie, die sich hier aufgereiht hat, vorne links die Sophie, dann Inge, die ältere Schwester, die älteste Werner, vorne rechts Elisabeth, Sie sehen 100 Jahre alt geworden, hinten links Hans, die Mutter Magdalene, Ernst Gruele und der Vater Hubert. Der Ernst fällt wegen seines anderen Nachnamens heraus. Er ist ein Sohn Robert Scholz, den er vor der Ehe mit Magdalene zusammen mit einer anderen Frau nicht verheiratet gehabt hat. Und die Frau, die Mutter von Gruele, von Ernst Gruele, ist dann gestorben, sodass Ernst der Pflegesohn in der Familie war. Kann man was Besonderes feststellen? Bei den Eltern wohl. Der Vater war ausgebildeter Verwaltungsfachmann und darum dann auch Bürgermeister. Aber in dem Ersten Weltkrieg war er das noch nicht, aber er wollte nicht mit der Waffe kämpfen. Die Begeisterung im Ersten Weltkrieg war doch relativ weit verbreitet. Nicht nur, dass Robert Scholl nicht begeistert war, er wollte gar nicht kämpfen und konnte den Wehrdienst nicht verweigern, aber er konnte Sanitäter werden. Und das hat er dann auch gemacht und hat in einem Reservelazarett in Ludwigsburg gearbeitet. Das war seine Art von Waffenverweigerung. Es ging noch ein Stück weiter. 1916 schreibt dann seine Braut Magdalene, was hat eigentlich Gott, was hat das Christentum mit dem Krieg zu tun? Wieso predigen die evangelischen und die katholischen Pfarrer, wir müssten in den Krieg ziehen, als seien wir Erfüllungsgehilfen Gottes? Das sagen die Franzosen gegen die Deutschen, das sagen die Deutschen gegen die Franzosen. Ich glaube, schreibt Robert Scholl, wenn Jesus heute hier wäre, er würde sagen, du darfst nicht töten. Eher musst du dir einen Arm abhacken lassen, als dass du einen anderen Menschen erschießt. Das nennt man radikalen Pazifismus. Das predigte, oder schrieb er zumindest, er predigte das nicht, er schrieb es ja seiner Braut, ein Robert Scholl im Ersten Weltkrieg und war damit wirklich einer, der eine Minderheitsmeinung vertrat. Auch die Magdalene war eine besondere. Sie hatte sich den Beruf gewählt einer Diakonisse, also einer evangelischen Krankenschwester, und hatte dabei gelobt, Armut, Opferbereitschaft und Ehelosigkeit. Dass das mit der Ehelosigkeit nicht geklappt hat, sieht man da ja deutlich, weil Magdalene sich in den 10 Jahre jüngeren Robert verliebte. Auch schon mal etwas Besonderes damals, dass der Mann 10 Jahre jünger war. Und Magdalene gab dann ihren Beruf, den sie sehr geliebt hat, auf, um mit Robert zusammen eine Familie zu gründen. Aber sie gab nicht ihren Glauben und ihre Opferbereitschaft auf und hat das immer weitergegeben an ihre Kinder und hat ihnen Kraft gegeben, auch in schwierigen Situationen an Gott zu glauben.
Sie war wirklich eine im absolut positiven Sinne, eine Ausnahme gibt es, darauf werden wir noch kommen, eine fröhliche Pietistin. Und das in einem Land der Pietisten hier, das zu sagen, freut mich natürlich besonders. Der Mut, den sie hatte und das Gottvertrauen ist wirklich beispielhaft. Aber sonst, Klein Sophie, nichts Besonderes ist über sie zu berichten, außer einigen kleinen Familienanekdoten, für deren Wahrheitsgehalt ich mich jedenfalls nicht verbürgen möchte und sie darum auch nicht erzähle. Nach 10 Jahren gab es einen kleinen Knacks, weil Robert als Bürgermeister nicht wiedergewählt wurde. Also musste er sich einen neuen Job suchen und den fand er nicht in dem Residenzschloss in Ludwigsburg, aber immerhin in Ludwigsburg, wo die Familie 2 Jahre war, weil der Vater dort Leiter einer Genossenschaft wurde, Geschäftsführer. Das Schloss habe ich deshalb ausgesucht, weil die Familie sich vor diesem Schloss ein bisschen später noch einmal hat fotografieren lassen. Da sehen Sie wieder den Vater Robert, sehr elegant gekleidet, war bestimmt ein Sonntagnachmittagsausflug, schätze ich mal. Und dann Inge, Hans, Elisabeth, Sophie und Werner. Sie alle wachsen, werden größer, alle werden in der Familie evangelisch-lutherisch sozialisiert. Typisch auch für Sophie. Sophie wird evangelisch-lutherisch getauft. Sie geht in eine evangelische oder in eine Vorschule, die von einer Diakonisse geleitet wird. Sie nimmt ständig am Kindergottesdienst teil, der manchmal auch von der eigenen Mutter geleitet wurde. Sie ist in Ludwigsburg in einer evangelischen Grundschule, hat Religionsunterricht von der 1. bis zur 13. Klasse, wird konfirmiert. Alles das prägt sie, findet man auch inhaltliche Übereinstimmungen zum evangelischen Glauben ganz stark und darauf werden wir auch noch später zurückkehren. Sophie soll noch sehr lange, und das glaube ich stimmt schon, mit Puppen gespielt haben. Noch zu ihrem 13. Geburtstag hat sie sich einen Puppenwagen gewünscht. Das ließ dann aber doch in Ulm nach, denn die Familie blieb nur 2 Jahre in Ludwigsburg und zog dann nach Ulm, weil der Vater Teilhaber eines Wirtschaftsprüferbüros wurde oder eines Steuerprüfungsbüros. Und die Geschäfte liefen sehr gut, sodass nach einigen Jahren ein Umzug in dieses prachtvolle Haus, dort unten können Sie es sehen, erfolgte. Das ist jetzt der Neubau. Aber dort in diesem Vorgängerhaus hat die Familie gewohnt, also im Schatten des Ulmer Münsters. Typisch für die Familie war Lesen, Lesen und nochmals Lesen. Es gibt mehrere Bücher, die sie gemeinsam gelesen haben, wo es also einen Besitzeintrag gab oder gibt von Hans Scholl, von Inge Scholl, von Sophie Scholl, so die deutschen Klassiker, aber auch französische in der Übersetzung. Dadurch ist sie tatsächlich wirklich ins Bildungsbürgertum, hat sie sich hineingelesen. Es gab außerhalb der Familie nicht viele Freunde, aber 2 Freundinnen und einen Freund. Die erste Freundin ist die Lisa Rempes. Und daneben steht so etwas Merkwürdiges, Gekrickeltes. Ältere unter Ihnen können das vielleicht noch lesen. Das ist eben Sütterlin, die Schrift, in der auch Sophie und Hans ganz lange geschrieben haben. Und das heißt Schweineprinzessin. Schweinehirtprinzessin. Schweinehirtprinzessin ist ein Märchen. Da geht es halt dann um den Schweinehirten und die Prinzessin. Und dieses Stück, da hat die Lisa mitgespielt und da hat sie halt das Kostüm an. Lisa Rempes, 1935 ist das Bild gemacht. Keinem anderen Menschen hat Sophie so oft gesagt, dass sie sie liebe, wenn sie Briefe geschrieben hat wie Lisa Rempes. Selbst ihr Freund Fritz Hartnagel hat nie so oft von ihr gehört, dass sie ihn liebt wie die Lisa. Die gehörten zueinander, aber auch nicht ganz bis zum Schluss, weil es dort ein schwieriges Ereignis gab, kommt auch noch. Ein für Sophie Scholl jedenfalls wunderschönes Ereignis fand schon im Jahre 1934 statt. Da durfte sie nämlich endlich in den Bund Deutscher Mädel eintreten, der Mädchenorganisation der Hitlerjugend. Dem hatte sie entgegengefiebert, weil ihre älteren Geschwister schon ganz aktiv waren, erfolgreiche Führerinnen und Führer im BDM waren und endlich 1934 konnte sie das nachmachen. Kurz darauf hat sie sich dann auch diesen Haarschnitt zugelegt. Wir sehen sie dann hier in der BDM-Uniform
noch besser dort. Sophie begeisterte am BDM, dass sie als junges Mädchen für voll genommen wurde. Die Nazi-Organisation sagte zu ihr, wenn du erstmal die Grundausbildung hast, dann kannst du als junges Mädchen wenig jüngere, 13-, 12-Jährige führen und mit denen einmal in der Woche einen Abend gestalten und an den Wochenenden mit denen Ausflüge machen. Du wirst ernst genommen, natürlich musst du denen auch was von der Nazi-Ideologie einbimsen oder ihnen nahebringen. Und wir müssen uns Sophie vorstellen als eine, die total begeistert war vom Nationalsozialismus, so wie man als junges Mädchen oder als Junge überhaupt davon begeistert sein kann. Ihre zweite sehr gute Freundin war Susanne Hirzel, die nun so aussieht, wie die Nazis sich vorstellen, wie ein junges Mädchen auszusehen hat. Die hatte auch so die Haare dazu, aber hätte vielleicht Sophie auch machen können. Also ein Mädchen mit Zöpfen. Aber Susanne Hirzel war nun kein Nazi-Mädchen, jedenfalls nicht besonders stark, vielleicht weniger stark als Sophie auf alle Fälle, aber mit Susanne verstand sie sich so gut, dass eine Schilderung von Susanne kurz nach dem Krieg eigentlich ganz plastisch ist, wie Susanne die Sophie erlebt hat. Wir lernten uns mit 14 Jahren im Jungmädelbund kennen. Sie war wie ein feuriger, wilder Junge, trug die dunkelbraunen, glatten Haare im Herrenschnitt und hatte mit Vorliebe eine blaue Freischarbluse oder eine Fischerbluse ihres Bruders an. Sie war lebhaft, keck, mit heller, klarer Stimme, kühn in unseren wilden Spielen und von einer göttlichen Schlamperei. Fast jedes Wochenende fand sich Privatim eine kleine Schar, die sich stolz als Elite fühlte, zusammen, um an der Iller oder am Donauufer zu zelten. Da sehe ich Sophie am Feuer sitzen und in jagendem Rhythmus, atemlos, in begeisterter Hingabe Rilkes Cornet vorlesen. Die Worte flogen ihr nur so vom Munde weg, durch und durch lebendig, erfüllt, sie war ganz Werkzeug. Da begann ich sie zu lieben. Ich sah, wie heilig bemüht sie war, welche Ungeduld sie in sich trug. Ich muss Genüge finden, ich will den Preis erringen. Dieses Buch, Der Cornet von Rilke, ist in wunderschöner deutscher Sprache verfasst, wirklich poetisch, schildert aber eine merkwürdige Geschichte, nämlich der Cornet ist der Fahnenträger einer Soldatentruppe und er ist dafür zuständig, dass die Soldaten richtig auf den Feind, die Taktik sozusagen erfüllen, auf den Feind dann auch zureiten. In der Nacht vor der Schlacht ist er in einer Burg untergebracht und das Burgfräulein oder die Burgdame lädt ihn zu sich in ihr Bett. Er verpennt aber am nächsten Morgen den Aufbruch, weil es natürlich in dem Bett angenehmer ist. Aber dann, als er aufwacht, schnappt er sich seine Fahne und reitet ohne Bedenken auf seinem Pferd der Schlacht entgegen, mehr oder weniger ohne Besinnung. Und es dauert nicht lange, er fällt den Pfeilen und den Schlägen der Schwerter der Feinde zum Opfer. Aber jetzt sein Tod ist wie ein großer Traum von Rilke geschildert. Er fällt in ein Blumenmeer und der Himmel scheint sich zu öffnen. Also jedenfalls so schön ist der Himmel, sodass jeder Leser sagt, ach, wie schön ist es, im Krieg zu fallen. Ungefähr so. Auf alle Fälle trugen dieses Buch viele, viele Soldaten im Ersten Weltkrieg im Tornister. Fallen fürs Vaterland war eine tolle Sache für viele Männer. Aber nun nimmt Sophie dieses Buch. Sie ist kein Mann, sie ist eine Frau. Und eine Frau macht nicht so was Kriegerisches, Martialisches. Aber Sophie wurde von den anderen als Boaba-Mädel verachtet oder beschimpft oder als Mannweib betrachtet. Das sind Ausdrücke, die später die Nachbarn übermittelt haben. Sophie will so wild sein und sie will wie ein feuriger Junge sein und sie will sich dann auch durchsetzen und kämpfen. Ein schönes Bild von den beiden zusammen, von Susanne Hirzel und Sophie Scholl. Sophie macht keine Hausaufgaben, weil sie Schule überhaupt nicht leiden konnte. Am liebsten wäre sie früher von der Schule gegangen. Das ist insofern immer ein bisschen lustig, weil es ungefähr 150 Schulen gibt, die nach Sophie Scholl heißen oder nach den Scholl, aber aus anderen Gründen, aus Vorbildgründen. Aber ich denke dann immer daran, dass Sophie am liebsten abgegangen wäre, wenn die Eltern nicht gesagt hätten, du bleibst und du machst
bis zum 13. Schuljahr dein Abitur. Dann wäre Sophie früher abgegangen, wenn es nach ihr gegangen wäre. Denn sie hätte das gemacht, was sie dort macht. Sie malt, sie zeichnet. Nachher sehen wir ein paar Bilder von ihr, wie sie gemalt hat. Und was sie noch toll konnte, sie war wirklich sehr sportlich. Mit Susanne zusammen haben sie viele sportliche Aktivitäten durchgeführt mit ihrem klassischen Haarschnitt. Also die kecke, lustige, draufgängerische Sophie, aber die Sophie eben auch, die sich in der nationalsozialistischen Organisation, dem Bund Deutscher Mädel, engagierte und aufstieg und zuletzt zu einer Führerin von ungefähr 150 jungen Mädchen aufstieg, mit denen auch durch Ulm zog und eine wirklich rigorose Kämpferin für den Nationalsozialismus wurde. Hier dann ein Foto von der Scholl'schen Wohnung bzw. dem Haus, wie es damals aussah, am Rande des Münsterplatzes. Links sieht man ein bisschen von Münster. In dieser Etage, die ich da so orange gekennzeichnet habe, dort lebten die Scholls. Denn der Vater hatte inzwischen seinen Kompagnon ausgezahlt und verdiente gutes Geld, reichlich Geld als Steuerberater. Es ging ihnen also finanziell gut. Was Sophie immer wieder sah, wenn sie denn aus dem Fenster guckte, war so etwas, ein Aufmarsch von uniformierten Menschen. Das waren nicht nur Soldaten, sondern SA-Leute und SS und alle, die irgendwie Uniform trugen. Und das fand ständig statt. Sophie stand nun nicht bei diesem Aufzug mit dabei, aber sie stand dort als BDM-Mädel zusammen mit den HJ-Jungen. Und sie fand es großartig, im Fackelmarsch schreckliche Lieder singend, also natürlich sage ich jetzt schreckliche Lieder, durch umzuziehen. Das HJ-Lied, das hat sie auf alle Fälle immer rauf und runter, das musste eigentlich immer am Anfang gesungen werden. Und wenn die Welt in Brüche geht, wir werden weiter marschieren, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Auch antisemitische Tendenzen kann man entdecken bei solchen Liedern. Wie stand Sophie denn überhaupt zu den Juden, zum Judentum? Sie musste sich damit auseinandersetzen, denn auf einer zentralen Brücke in Ulm stand nicht irgendwie angeschmiert und keine Nacht- und Nebelaktion, sondern ganz fein säuberlich, Juden sollen raus. Juden sind hier nicht erwünscht. Und an dieser Schrift mussten dann auch jüdische Ehepaare, jüdische Menschen wie hier vorbeigehen und sich damit auseinandersetzen und sich fragen, sollen wir hier noch in Ulm bleiben? Wir leben seit Jahrhunderten hier. Warum sollen wir denn raus? Und wohin? Wie war Sophie damals? Zwei Klassenkameradinnen haben sich ein paar Jahrzehnte später zu Sophie in diesen Jahren geäußert. Und sie geben über Sophie folgendes Zeugnis ab. Die beiden ehemaligen Klassenkameradinnen sagen, alle nannten Sophie nur den Soffer. Sie war betont maskulin und wegen ihrer Kompromisslosigkeit gefürchtet. Als 150-prozentige Anhängerin des Naziregimes diente sie den Faschisten mit Überzeugung, Bedingungslosigkeit und Fanatismus. Dieselbe Kraft richtete sie später gegen den Faschismus. Die beiden Klassenkameraden schilden Sophie also wirklich eine radikale Nationalsozialistin, die alles 150-prozentig machen wollte, die andere aus der Klasse, die das nicht zu 100% mitmachen wollten, tatsächlich in Angst und Schrecken versetzte. Aber wie war das mit Sophie und dem Judentum und mit den Juden in ihrer Klasse? Es gibt eine Erzählung, die Inge Scholl erst 1980 erzählt hat, also ziemlich spät. Und da sagt Inge Scholl, meine Schwester hat sich über die Behandlung der Juden erschreckt. In ihrer Klasse habe es eine Jüdin gegeben mit Namen Luise Nathan. Und für die habe sich Sophie eingesetzt. Sophie sei an einem Nachmittag nach Hause gekommen und hat gesagt, ich habe braune Haare und braune Augen und ich darf beim BDM sein. Und da gibt es eine in meiner Klasse, die sieht wie eine Arierin aus, die darf das nicht. Die hat blaue Augen und blonde Haare, die Luise Nathan. Warum darf die nicht in den BDM? Stimmt diese Geschichte? Die Tochter von Luise Nathan lebt heute noch. Hier ein Foto von Luise Nathan und Sie sehen schon mal,
wie ich die Tochter zitiere, obwohl es ein Schwarz-Weiß-Bild ist, blonde Haare hat die Luise nicht und blaue Augen auch nicht. Das passt schon mal nicht. Und dann habe ich mit der Tochter in der Schweiz lebend gesprochen, gemailt und mit ihr telefoniert. Und die Tochter sagt, meine Mutter hat stets darauf bestanden, niemals mit Sophie Scholl befreundet gewesen zu sein, und für sie eingesetzt habe sich Sophie auch nicht. Ich wurde, sagt die Mutter von Luise Nathan, zu einer Jüdin gemacht. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert. Und doch machte man mich zu einer Jüdin, weil mein Vater Jude war, jüdischem Glauben angehörte. Also nicht mal die Mutter, wie das im jüdischen Glauben eigentlich ist, dass sozusagen das Judentum über die Mutter weitergegeben wird. Als ich die Schule verlassen musste, hat sich Sophie nicht für mich eingesetzt. Ich kann nicht bestätigen, dass Sophie Scholl für mich war und etwas für mich gemacht hat. Wie entsteht so eine Geschichte? Man kann es nur vermuten, dass Inge Scholl immer wieder gefragt wurde, wie war denn das mit Sophie und den Juden? Weil man erwartete, dass Sophie natürlich sich gegen die Judenverfolgung ausgesprochen hat. Aber das war nicht der erste Punkt des Widerstands. Er war auch nicht der erste Punkt des Widerstandes bei den Soldaten, die am 20. Juli 1944 Stauffenberg gegen Hitler geputscht haben. Auch dort war die Frage des Judentums ganz, ganz weit hinten. Es gibt noch eine andere Sache, die man in dem Zusammenhang wahrscheinlich erzählen sollte. Am 8. November 1938, am 9. November 1938 fand die sogenannte Reichspogromnacht statt. Nazis nannten es dann Reichskristallnacht. Es werden jüdische Gebäude, Geschäfte demoliert, Synagogen angezündet oder vernichtet, auch in Ulm. In Ulm war das recht schrecklich. Man legte Feuer in der Synagoge, achtete nur darauf, dass das Feuer nicht auf die benachbarten Häuser übergriff, nahm Jüdinnen und Juden, die man dafür hielt oder die es wirklich waren, weil sie sich dazu bekannten, aus den Häusern heraus, trieb sie im Weinberg, im Weinhof zusammen. Dort stand ein Brunnen, in den man sie dann hineinsteigen ließ und sie herumtrieb und beschimpfte und schlug. Und viele von ihnen wurden gleich danach in das KZ Ulm, auf dem Oberer Kuhberg, gleich benachbart, geschafft und von dort nach Dachau. Bis auf zwei oder drei kamen alle wieder zurück, lebend, aber natürlich gedemütigt und verschreckt und mussten sich fragen, können wir weiter in Ulm leben? Einen Tag nach dieser Reichspogromnacht schreibt Sophie zwei Briefe, lange an den Freund Fritz und an Lisa Rempes, die Freundin schildert ziemlich ausführlich, was sie in den letzten Tagen gemacht hat und erwähnt mit keinem Wort, was am Tag zuvor in Ulm passiert ist. Dass sie das nicht mitbekommen hat, ist nicht denkbar. Sie hat es offensichtlich nicht besonders interessiert. Sie hat sich jedenfalls nicht für die Juden besonders interessiert. Kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Schilderung. In allem kann man nicht die Gute sein, in allem kann man nicht Widerstand leisten. Aber am Ende natürlich bei Sophie das Richtige dann tun. Das ist sozusagen die dunkle Seite, eine dunkle Seite bei Sophie, eine verschattete, die strahlende, die sich freuende, die badende, die zeichnende, die vergnügte, die hübsch aussehende Sophie Scholl. Das ist die andere Seite. Besonders schön finde ich dieses Foto, weil es das die Schwimmleidenschaft Sophies zum Ausdruck bringt und das Baden in der Sonne und in der Iller, in der Donau, die Sportlichkeit und das, was sie immer gerne machte, nämlich Zeichnen. Dass sie gut zeichnen konnte, zeigen ein paar Skizzen und Bilder von ihr. Musste immer bedenken, dass es ein wirklich junges Mädchen ist, die solche Bilder angefertigt hat. Hier für eine Illustration eines Buches, Peter Pan, ein Freund, übersetzte dieses Buch aus dem Englischen und Sophie hat dazu Bilder gemalt. Darum sind das so Bilder aus diesem Buch, zum Thema passend. Am schönsten finde ich allerdings diese spontane Zeichnung von ihrer Schwester Inge. Inge, die Ältere, im Profil. Ich kenne ja Fotos von Inge Scholl und ich finde, dass Sophie den Charakter und das Wesen von Inge ganz toll eingefangen hat. Zwei Freundinnen haben wir kennengelernt, dann den Freund
von Sophie, nämlich Fritz Hartnagel in Uniform. Er trägt die Uniform freiwillig und bewusst und mit Leidenschaft und mit Werf. Denn bereits in der Abiturklasse sagt er, ich will Soldat werden, ich will Offizier werden und bewirbt sich, um an der Offiziersschule in Potsdam angenommen zu werden. Er wird angenommen und kann darum ein halbes Jahr früher Abitur machen. Wir sehen ihn hier in der Uniform der Luftwaffe, dort hat er auch gedient, selbstverständlich befindet sich dort auch das Hakenkreuz. Fritz war kein Nationalsozialist, aber begeistert vom Militär, auch nicht wegen des Totschießens, sondern weil es so viel Technik hatte und er die Möglichkeit sah, als Offizier andere Leute auszubilden, sie zu formen, sie zu unterstützen. Solange es keinen Krieg gab, war das ja noch alles ziemlich gut, so ungefähr wie die Piloten, die gerne fliegen, aber nicht daran denken, also die Kämpferpiloten, die Kampfjetpiloten, die gerne fliegen, aber am besten das verdrängen, dass sie vielleicht mal irgendwie Bomben abwerfen müssen. Solange, ab Herbst 1937 sind die beiden ein Paar. Die lernen sich bei einem Tanzkränzle kennen. Heute würde man wahrscheinlich sagen Disco oder was Ähnliches, aber im Tanzkränzle, vielleicht gibt es es noch im Schwabenland, oder? Sagt man auch nicht mehr heute. Und sie bleiben bis 1943 zusammen mit vielen, vielen Aufs und Abs, aber sie halten zueinander. Worin die Probleme bestehen, werde ich Ihnen noch gleich schildern. Aber es ist eine schöne Liebesgeschichte, die zwischen Fritz und Sophie sich entwickelt. Der typische Haarschnitt, das haben wir ja gewählt für mein Cover, den hat sie wahrscheinlich sich abgeguckt von irgendjemand anderem, eventuell von dieser Künstlerin. Sophie sagt, das sei eine ganz tolle Künstlerin, vor allen Dingen, weil sie so selbstständig sei und weil sie unabhängig sei und sich nicht von anderen irgendetwas sagen lasse. Und da hat sie vielleicht diesen Haarschnitt für sich kopiert. René Sintenis ist ein bisschen älter, aber trotzdem hat auch diesen Berliner Haarschnitt. Die hat nun in Berlin gelebt und Sophie in Ulm. Und natürlich, damit konnte man noch in Ulm provozieren, in Berlin nicht so, aber Sophie hat das ja ganz toll für sich entschieden. René Sintenis hat zum Beispiel diesen Berliner Bären geschaffen, den kennen Sie vielleicht jedenfalls, wird der einmal im Jahr, wenn denn die Berlinade stattfindet, bei den Filmfestspielen verliehen in Gold, Silber und Bronze. Sie hat noch eine ganze Reihe von anderen Tierfiguren geschaffen, aber auch menschliche Figuren. Und die waren dann immer so eine Mischung zwischen Mann und Frau, also androgyn. Zum Beispiel diese superschlanke Daphne. Die Daphne stammt aus der griechischen Mythologie. Daphne wird von Apollo verfolgt und Daphne will aber nichts mit ihm zu tun haben und verwandelt sich aber in einen Baum oder einen Strauch, sodass Apollo sie nicht findet. In Lübeck hat man so eine Figur auch aufgestellt in den Stadtpark und da verschwindet ja auch die Daphne vor dem flirrenden Birkengestrüpp. Ich zeige das deshalb, weil es so ein Foto von Sophie gibt, angeschmiegt an einen Baum. Dreimal schreibt Sophie Scholl, sie möchte eigentlich nur ein Baum sein oder eine Baumrinde. Aufgehen im Pflanzlichen. Nicht, dass mir immer einer sagt, was ich zu tun habe oder dass ich selber mir sage, ich muss irgendetwas machen. Einfach nur sein oder vielleicht sogar nicht sein. Einmal reißt sich Sophie selber sozusagen in ihrem Tagebuch da raus und sagt, kann nicht angehen, darf ich so nicht denken, ich muss doch was machen, ich muss aktiv sein und ich muss mich engagieren. Sowas schreibe ich ja nur auf, wenn ich so müde bin wie jetzt und dem darf ich nicht nachgeben. Aber selbst in der Zeit, als sie sich für den Widerstand entschlossen hat, schreibt sie noch einmal das mit dem Baum. Da hat sie also auch wieder eigentlich diese Gedanken. Aber im richtigen Zeitpunkt oder hat sie sich dafür entschieden, wirklich politisch aktiv zu sein und in den Widerstand zu gehen. Sie macht Abitur. Ein Glück, die Schule ist vorbei. Im März 1940. Sie hofft, dem Reichsarbeitsdienst entgehen zu müssen, indem sie einen sozialen Beruf erlernt und sie wird Kindergärtnerin, also Erzieherin. Aber nicht nur als Notlösung, sondern sie arbeitet gerne mit Kindern zusammen. Und Sie sehen, da hat sie schon den längeren Haarschnitt, den kurzen Haarschnitt hat sie nur von 1936 bis ungefähr 1939. Sie lernt gerne Kindergärtnerin, ist es gerne, weil sie auch nebenbei sich immer noch weiter mit Kunst beschäftigen kann.
nämlich sie liebt eine andere Künstlerin, das ist, glaube ich, ganz wichtig für sie, dass es eine Frau ist, nämlich Paula Modersohn-Becker, die in Worpswede bei Bremen in dem Künstlerdorf gelebt hat und auch wirklich eigenständige Bilder gemalt hat. Wie keine andere Frau findet Sophie, das ist natürlich ein bisschen subjektiv beurteilt, aber die Bilder von Paula Modersohn-Becker, 3 zur Auswahl, habe ich hier mitgebracht, sind schon speziell und man kennt eigentlich, wenn man ein paar Bilder von ihr kennt, von Paula, ihren Malstil immer wieder. Vor allen Dingen Sophie hat sich auch versucht in Aktmalerei. Lisa, ihre Freundin, sah so Modell, sitzt da Modell oder liegt, so ein bisschen ungelenkt mit dem rechten Arm, aber immerhin, das wäre noch was ganz Großes vielleicht geworden. Von Worpswede aus fährt sie nach Hamburg, was mich als Hamburger natürlich sehr freut, und besucht dort nicht nur die Elbe und die großen Schiffe, sondern die Hamburger Kunsthalle. Ungefähr so sah damals die Kunsthalle aus. So hat zumindest Sophie sie erlebt. Und innen wiederum so, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal vielleicht in Stuttgart oder in Tübingen in der Kunsthalle waren, so sehen jedenfalls die Museen heute nicht mehr aus. So viel übereinander und nebeneinander, möglichst viel in einen Raum knastern. Das hat man damals gemacht, weil man damals der Meinung war, und das hat es vielleicht auch funktioniert, die Leute wollen viel zusammen sehen und sich von diesem Eindruck sozusagen überwältigen lassen. Heute nimmt man ja eine Wand und hängt ein oder zwei Bilder hin, damit die auch wirken. Was hat Sophie sich angeschaut? Sie schreibt, dass sie arg viele Franzosen gesehen hat. Man kann nachprüfen und wissen, was Sophie dann tatsächlich in diesen Tagen im Jahre 1939 dort gesehen hat. Sie hat Renoir, Degas und Manet gesehen, also auch Frauenbilder von durchaus selbstbewusst reinschauenden, reifen, erwachsenen Frauen mittleren Alters oder der jungen Frau Nana, einer Prostituierten, die damals zum Skandal wurde, weil der Maler sie als Prostituierte auch so gemalt hat. Sie hat, so schreibt sie, Lovis Corinth gesehen, der die Elbe so gemalt hat oder auch eine junge, schöne Frau. Sehr wahrscheinlich hat sie so ein Bild gesehen, denn das hängt schon seit 1850 immer in der Hamburger Kunsthalle. Sie beschreibt es nicht. Aber es ist ein Bild aus der Französischen Revolution oder ein Thema wird dort aufgegriffen. In der Mitte schwebt Frankreich als Symbol. Und der Geist, der Genius Frankreichs blickt den uns an und sagt, du musst wählen zwischen der Freiheit und dem Tod. Oder es kann sein, dass du dich für die Freiheit in den Tod begeben musst. Was willst du machen? Das ist insofern... Wir als Nachgeborene sagen, ja, Sophie musste sich auch entscheiden. Wollte sie sich für die Freiheit in den Tod begeben oder was wollte sie machen? Das konnte sie damals nicht denken, nicht ahnen, nicht wissen. Ein Bild, das damals im Depot versteckt war, das Sophie also nicht gesehen hat, ist dieses schöne Bild der beiden Freundinnen. Das habe ich deshalb reingenommen, weil das auch die beiden Freundinnen Sophie und Lisa Rempes sein könnten, die sich über Jahre hinweg wirklich geliebt haben, beide. Aber am Ende geht das Ganze dann doch fast in die Brüche, jedenfalls erkaltet sehr. Aus 2 Gründen. Lisa entscheidet sich dafür, sich zu verloben mit einem jungen Mann, der außerdem dem Nationalsozialismus relativ nahe steht. Und sie schickt ihrer Freundin Sophie nur einfach eine gedruckte Verlobungskarte ohne einen persönlichen Gruß. Und Sophie ist schwer getroffen von dieser Lieblosigkeit. Als Sophie sich entschieden hat, in den Widerstand zu gehen, fährt sie nach Leonroth, dort wo die Lisa lebt, und versucht sie einzubinden, fragt also vorsichtig, ob sie mitmachen will. Das wissen wir nur aus dem Krieg, nach dem Krieg. Und da hat dann Lisa gesagt, ich will eine Familie gründen und Kinder kriegen, ich will ein glückliches Leben führen und mich nicht in dieses Risiko hineinbegeben. Damit war Sophie alleingelassen, jedenfalls musste sie da mit dieser Absage von Lisa zurechtkommen. Die beiden nehmen aus Worpswede, Lisa und Sophie, eine Postkarte, eine Kunstpostkarte, nämlich diese, die sie dort sehen, mit. Und hängen sie bei sich zu Hause auf, weil sie beide die Karte so toll finden. Und Sophie schreibt darüber, das ist eine wirkliche, eine wahre Karte,
die etwas zum Ausdruck bringt, was ich ganz innerlich fühle, aber das kann ich jetzt noch nicht. Man denkt, was kann sie denn da noch nicht? Das ist doch ganz idyllisch. Ein Junge hockt auf dem Boden, hat auf seinem Schoß vielleicht seine kleinere Schwester und umarmt sie. Das kann sie noch nicht malen. Oder was meint sie denn? Das kann ich jetzt noch nicht. Wenn man guckt, wann hat sie diese Karte gekauft und dass dieses das kann ich jetzt noch nicht, was das sein könnte, dann muss man zu Fritz gehen. In der Zeit und eigentlich die ganze Zeit über gab es immer wieder einen Konflikt darüber, können wir nun miteinander schlafen oder nicht. Fritz war ein, wie man sieht, schneidiger, auch sympathischer, attraktiver, das ist das Wort, attraktiver junger Mann, inzwischen Oberleutnant oder Hauptmann. Und der fand das eigentlich ganz normal, solange wie sie schon zusammen waren, dass sie auch miteinander körperliche Zärtlichkeiten austauschten. Sophie hat das immer wieder mit großen Schwierigkeiten gesehen. Sie schrieb einmal an Fritz, glaubst du nicht, dass das Körperliche durch das Geistige überwunden werden kann? Das war sozusagen die Aussage, eigentlich möchte ich lieber nur mit dir geistig zusammen sein, diskutieren, Freundschaft zusammen haben, aber nicht mit dir in ein Hotelzimmer gehen, was sie ja gemacht haben, und dort zusammen sein. In diesem ganzen Konflikt versucht Fritz, ihre Liebe zu retten, indem er ein Gedicht ihr schickt von Manfred Hausmann, den Sophie sehr schätzte. Und dieses Gedicht geht so: Liebe, wenn wir uns nicht mehr haben und uns sehnen, dann ist's, als hätten wir uns endlich ganz. Doch wenn wir nahe sind und uns geborgen wähnen, verdunkeln sich die Lust, verblasst der Glanz. Die Ferne ist es nicht und nicht die Nähe. Ach, immer lebt das Innigste allein. Lass uns, wie gut es auch, wie schlimm es um uns stehe, lass uns barmherzig zueinander sein. Eigentlich ein trauriges Gedicht. Die beiden, die sich lieben, sehnen sich nacheinander, wenn sie getrennt sind. Und wenn sie dann zusammen sind, dann ist das nicht mehr so schön. Und wenn sie wieder auseinander sind, sehnen sie sich wieder zueinander. Irgendwie bleiben sie allein. Schön ist, dass letzte Zeile öfter in den nächsten Briefen, lass uns barmherzig sein. Sie wollen unbedingt zusammenbleiben, auch in der Distanz. Der Krieg hat ja begonnen und Fritz ist dann öfter weiter weg. Und sie wollen unbedingt zusammenbleiben, auch wenn das für Sophie ganz schwer ist, wie zum Beispiel dieser Brief an Fritz zeigt. Weißt du, den Brief, den ich dir einmal von Leonberg schrieb, habe ich in Gedanken noch 1000 Mal geschrieben. Vielleicht etwas anders im Wortlaut, damit du mich besser verstehen solltest. Wirklich geschrieben habe ich ihn nie, da ich mich davor fürchtete. Ich fürchtete mich vor der Leere, die darauf folgen würde. Ich fürchtete mich vor dem Verzicht auf Wärme, der es für mich wäre. Ich fürchtete mich auch vor dir, denn meine Schuld war es ja, dass es überhaupt so weit kam. Ich fürchtete mich noch. Also ganz viele Furchtmomente und Angstäußerungen darauf bezogen, mit Fritz nun auch intim zusammen zu sein. Und dann gibt sie sich am Ende noch selber die Schuld. Du sozusagen, das kann man ja verstehen, das schwingt da offensichtlich mit, du als Mann, dass du mir so nahe sein willst. Und ich bin ja offensichtlich dann auch so anziehend und so attraktiv. Ich verführe dich vielleicht dazu, dann kommt es wieder dazu. Das sind wirklich ziemlich schwierige Momente, die sie dort durchleben. Sie sind zweimal in Hotels mehrere Zeiten abgestiegen, in Konstanz und in Freiburg. Und der Fritz ist immer ganz euphorisiert, ganz begeistert danach, schreibt, das war so toll, dass wir zusammen waren, eine große, wirkliche Liebe. Und Sophie muss ihm dann, wie man nur aus dem Antwortbrief schreiben, dass sie gar nicht damit einverstanden war, denn es ist ja wieder was passiert, was eigentlich hätte sein sollen. Da muss man sagen, kommt eine negative Ader des Pietismus, aber nicht nur alleine, wirklich rauf, Sex gehört in die Ehe. Das ist ja über Jahrhunderte hinweg immer wieder nicht nur im Pietismus, aber in bestimmten pietistischen Strömungen ganz stark so dann immer wieder gepredigt worden. Das muss Sophie offensichtlich von ihrer Mutter so mitbekommen haben und dagegen kam sie nur ganz schwer an.
Sophie hatte sich gedacht, ich bin Kindergärtnerin, ich muss nicht in den Reichsarbeitsdienst, aber der Staat sagte, nichts da, du musst deinen halbjährlichen Arbeitsdienst wirklich ableisten. Und zwar war das ein bäuerlicher Arbeitsdienst, sie musste in Kauchenwies in diesem heruntergekommenen Schloss, wie sie schreibt, wohnen. Auf dem Bauernhof zu arbeiten, das machte ihr gar nichts aus, sondern hat ihr sogar Spaß gemacht. Der Bauer hatte auch noch Kinder, das mochte sie gerne. Was sie allerdings schrecklich fand, sie musste mit mehreren, nämlich mit den vielen, die hier zu sehen sind, in einem Zimmer zusammenleben. Und das ist jetzt der fröhliche Moment des 20. Geburtstags von Sophie Scholl. Und Sie haben Sophie Scholl schon entdeckt, wo sie dort ist? Nämlich ganz klein, dort unten rechts. Das ist das Geburtstagskind, das gerade gefeiert wird von so richtigen, kräftigen Frauen, die da oben aus den Flaschen, den Weinflaschen trinken oder so tun, als ob. Und Sophie möchte sich verkrümeln am liebsten, sie möchte sozusagen gar nicht da sein. Sie hat sich da total unwohl gefühlt, das lag ein Stück weit an ihr selber auch. Sie fanden nämlich, so schreibt sie am Anfang, so richtig bildungsbürgerlicher Dünkel. Ich finde auch nicht eine vernünftige, intelligente Frau, mit der ich mich ordentlich unterhalten kann. Das hat sich ein bisschen nachher geändert. Aber sie nimmt auch gleich drei Bücher mit, um zu zeigen, dass sie gebildet ist. Sie nimmt nämlich eine Interpretation von Augustins Bekenntnissen mit, also ein theologisch ziemlich schwieriges Buch. Dann nimmt sie außerdem Thomas Manns Zauberberg mit, ein großartiger Roman, aber auch wirklich totales Bildungsbürgertum. Und sie hat die Bibel dabei. Und alle drei Bücher stellt sie in ihren Spind und demonstriert den anderen, was sie denn alles so weiß. Wenn die anderen sich, wie sie schreibt, immer über Männer unterhalten, lese ich in einem meiner Bücher. Und die haben natürlich dann auch geguckt, sag, was liest denn du da? Ja, das und das und das. Und sie werden sie, da schreibt Sophie auch, und öfter getriezt haben, um ihr zu zeigen, also so musst du dich nicht aufhören und so tun, als seist du hier wirklich die Bildungsbürgerliche. Das hat sie nachher ein bisschen gelegt. Eigentlich, schreibt Sophie, nach 3-4 Monaten sind die anderen ganz in Ordnung. Also sie hat sich dann da schon so ein bisschen eingelebt. Halbes Jahr geht vorbei, endlich Studium. Denkste, sagt der Staat, du darfst studieren, aber das ist sozusagen ein Privileg. Und wenn du das machen willst, dann musst du vorher noch einmal einen Kriegshilfsdienst versehen. Nochmal ein halbes Jahr dort arbeiten, wo du eigentlich nicht sein möchtest. Wir schicken dich nämlich dahin, wo du gebraucht wirst. Als Kindergärtnerin da, wo es viele Kinder gibt. Und so gab es die gar nicht so weit weg. Also wir kümmern uns ja ein bisschen um dich, dass du nur 100 Kilometer von Ulm entfernt arbeiten musst. Aber ein halbes Jahr allein sein in Blumberg im Badischen. Da kam Sophie in eine ganz schwierige soziale Situation hinein. Das war eigentlich ein Bauerndorf von 400 Einwohnern. Da es dort aber auch Erz gab, sagten die Nazis, wir fördern dieses Erz auf, wie man auf Plattdeutsch sagt, Deibel hinaus, Deibel komm raus, also auf Teufel komm raus, was es auch ist, ist uns die Natur, ist ganz egal und die Menschen auch. Am Anfang waren da Freiwillige, nachher hat man da Strafgefangene hingeschickt, Leute, die das mussten oder Verschleppte, sodass die Einwohnerzahl auf 4000 stieg. Dann eroberten die Nazis Gebiete, wo man Erz günstiger fördern konnte, effektiver. Und Blumberg war nicht mehr interessant für die Nazis und sie wickelten dann die 4000 Einwohner blitzschnell, das war, da waren 4000 waren mit Frauen und Kindern, ab und die mussten dann, blieben nur noch 40 über, die wurden einfach auf die Straße gesetzt. Und Sophie war in der Zeit da und erlebte das. Dort hat sie tatsächlich erlebt, wie Menschen unter schwierigsten Bedingungen arbeiten mussten, hat mit den Kindern dort, sie hat die Kinder versorgt, aber auch unterrichtet, war ganz schwierig auch für sie, aber auch dort war sie dann doch anpassungsfähig. Sie hat ganz viele Tagebucheinträge in dieser Zeit verfasst und sie hatte ein Lieblingsgebäude in Blumberg, das ist diese kleine katholische Kapelle, Marie Heimsuchung. Dort ist sie immer wieder gewesen, hat auf dem Harmonium geübt, Johann Sebastian Bach auf dem Harmonium, ist auch eine Herausforderung, und hat gebetet, immer wieder, meine kleine bunte Kapelle, mein Ort, wo ich mich wohlfühle. Bunt kann ich sie Ihnen nicht zeigen, nur ausgeschmückt und die Farben müssen Sie sich so vorstellen vielleicht. Sophie hat dort gebetet und schreibt einmal, eigentlich möchte ich mich auch niederknien beim Beten.
Aber dann kommt vielleicht die Hildegard, das ist ihre Freundin im Blumenberg, und sieht mich. Und das, dann würde ich mich schämen. Das mache ich dann doch nicht, also bete ich einfach so. Aber Hauptsache, sie hat gebetet und sie hat wirklich intensiv auch in ihrem Tagebuch gebetet. Erstaunlich ist, wenig erwähnt, sie fängt einen neuen Briefwechsel an. Und zwar mit einem ihr unbekannten Soldaten, mit Waldemar Gabriel aus dem Saarland. Bei einer Bekannten bekommt sie ein paar Briefe, die Waldemar Gabriel an die Bekannte geschrieben hat, zu lesen, und ist so begeistert von Waldemar, dass sie mit ihm korrespondieren will. Also schickt sie ihm, sie kriegt die Adresse von der Bekannten, schickt sie ihm nach Weißrussland, wo er ist, ein Schreiben: Ich würde gerne mit Ihnen in Briefkontakt treten, können wir nicht uns über bestimmte Themen unterhalten, und ich fände das wirklich gut. Gabriel ist ganz erstaunt, aber überrascht und erfreut und sagt, das können wir gerne machen. Wir sprechen dann einfach ab, worüber wir reden oder schreiben wollen. Also die Grundlage muss ganz klar sein. Wir unterhalten uns immer auf der Grundlage des christlichen Glaubens. Das ist für mich ganz wichtig. Und Sophie sagt, kein Problem, das ist bei mir genauso. Waldemar ist katholisch sozialisiert, hat sich aber inzwischen nach eigenen Worten ganz stark protestantischen Theologen wie Søren Kierkegaard und Karl Barth zugewandt. Und die beiden schreiben sich intensiv ungefähr ein Jahr lang. Das ist sehr wichtig und gut für Sophie, weil der 6 Jahre ältere Waldemar Gabriel Sophie nicht nach dem Mund redet, sondern sehr oft Kontra gibt. Sophie fast zur Weißglut treibt, einmal schreibt sie, der hört gar nicht auf mich und ich rede dagegen eine Wand. Waldemar war kein Nazi, aber er sagte, es hat keinen Sinn, irgendetwas gegen die Nazis zu unternehmen. Also richtig offiziell hat Sophie, im Offenen hat Sophie nicht über einen Widerstand mit ihm gesprochen. Aber Sophie wird durch die Korrespondenz mit Waldemar dazu gezwungen, ihre eigenen Gedanken zu formulieren, zu strukturieren, und insofern hat er ihr schon geholfen, sich über das klar zu werden, was sie sieht in Blumenberg und was sie denn will. Waldemar lebt leider nicht viel länger als Sophie, er erfährt natürlich von ihrem Tod, aber er wird dann zerrissen, kann man sagen, in Weißrussland, er wird schwer von Granatsplittern getroffen, lebt dann noch 3-4 Tage im Lazarett und stirbt dort, und sein Grab ist jetzt in Weißrussland. Wenn man möchte, also dieses Grab von diesem wirklich außergewöhnlichen Menschen, das sage ich, weil ich seine Briefe gelesen habe, dort könnte man also besuchen. Sophie kann endlich nach Blumenberg studieren. Man sollte meinen, mit fliegenden Fahnen. Aber sie schreibt ihrer Freundin Hildegard in Blumenberg, ja, nächste Woche muss ich mich eintragen, immatrikulieren. Ich werde das auch machen, aber wenn ich das nämlich nicht machen würde, dann würde ja das Arbeitsamt mich holen. Und das will ich doch vermeiden. Also da, der Beginn ist nicht so doll und so begeistert ist sie gar nicht, das machen zu können. Sie macht es aber aus dem genannten Grunde. Und sie wählt ein Foto aus, das sie dann bei der Immatrikulation abgeben muss. Ein Passfoto, das wohl offensichtlich ziemlich frisch gemacht ist. Und da wählt sie dieses Foto aus. Nach all den Fotos, die Sie gesehen haben, sehen Sie jetzt eine schon echt andere Sophie. Nicht nur der Haarschnitt ist der andere. Man kann fast sagen, bis zum Ende des Kurzhaarschnittes ist es wirklich dieser Soffer, es ist ja männlich, so wurde sie genannt, hier die halblangen Haare, aber auch insgesamt irgendwie dunkler, melancholischer, aber auch nachdenklicher, charaktervoller schon. Und im Mai 1942, wo sie sich immatrikuliert, findet nämlich auch eine wichtige Begegnung statt. Die erste Begegnung, an der man festmachen kann, dass Sophie entschieden ist, etwas gegen Hitler zu tun. In Nachkriegsdeutschland erinnert sich ihr Freund Fritz Hartnagel, es sei wohl im Mai 1942 gewesen, da habe er Fronturlaub gehabt. Und sie hatten sich dann in München getroffen und Sophie habe zu ihm gesagt, Fritz, kannst du mir bitte 1000 Reichsmark leihen? Das ist eine ziemlich hohe Summe, bestimmt ungefähr die Hälfte eines Monatsgehaltes, den man damals verdiente. Und Fritz hat gesagt, wofür? Sie hat gesagt, für einen guten Zweck. Und Fritz, kannst du mir nicht bitte einen Bezugsschein besorgen, damit ich ein Vervielfältigungsgerät besorgen kann?
Weißt du, dass dich das Kopf und Kragen kosten kann, will er damals gesagt haben, und sie soll geantwortet haben, ja, das weiß ich. Daran erinnert sich Fritz kurz nach dem Krieg. Er sagt, es sei wohl im Mai 1942 gewesen. Sie haben sich beide nicht weiter darüber unterhalten, weil sie auch nur so kurze Zeit hatten, zusammen zu sein. Aber da wird deutlich, Sophie war im Mai 1942 bereit und entschieden, etwas gegen Hitler zu tun und Flugblätter zu produzieren. Das heißt, sie hat mit ihrem Bruder Hans davor gesprochen und die beiden waren sich einig. Davor war Blumberg. Da muss es sich so entwickelt haben, dass von der BDM-Sophie nichts mehr übrig blieb. Die BDM-Sophie, die gab es noch ziemlich lang. Denn noch im März 1941 schreibt sie an Fritz, heute ist wieder Heimabend, ich gehe hin, obwohl es letztes Mal so langweilig war, aber die Pflicht. Sie hätte nur bis zu ihrem 18. Lebensjahr dort bleiben müssen. Das wäre am 9. Mai 1939 gewesen. Aber fast zwei Jahre später berichtet sie davon, dass sie weiter zum BDM geht, nicht mehr als die Führerin. Da hat es einen Konflikt gegeben, sodass sie nur noch einfaches Mitglied war. Aber sie geht regelmäßig hin. Also im März 1941 war sie noch keine Widerständlerin. Und zwar loderte die Nazi-Flamme nicht mehr so wild, aber sie glühte bestimmt noch so, dass Sophie sagte, ich gehe dahin. Flugblätter will sie jetzt im Mai 1942 drucken. Flugblätter werden gedruckt, aber ohne sie. Denn Hans Scholl entscheidet sich dafür, Flugblätter mit seinem Freund Alexander Schmorell zu drucken, zu schreiben und sie herzustellen. Den hat er als Student der Medizin in München kennengelernt. Der Alexander Schmorell, sein Freund, studiert auch Medizin. Und die beiden schreiben zusammen 4 Flugblätter, ziehen sie ab zu jeweils 100 Exemplaren, also 4 mal 100, und versenden sie an ausgewählte Adressen in der Hoffnung, die würden verstehen, was sie sagen wollen. Sie wählen relativ viele Leute mit einem akademischen Titel aus, Doktor oder Professor, weil sie meinen, diese klugen Leute müssten noch wissen, dass das Nazi-Regime abgesetzt werden muss. Worum geht es in den Flugblättern? Ein Auszug aus Flugblatt 4 habe ich hier dabei. Achten Sie nur auf die Farben und die Worte. Alles können wir nicht lesen. Rot ist das Böse, rot ist Hitler. Gegen den muss es gehen. Grün ist, es geht nicht nur um einen körperlichen Kampf, sondern um einen seelischen, einen metaphysischen, einen religiösen, also einen Kampf Christ gegen Antichrist. Und auf unserer Seite orange ist nämlich Gott, weil Gott ein Gott der Freiheit ist und sich für die Freiheit einsetzt. Und blau, wer ist angesprochen, wer soll sich wehren und zur Umkehr bereit sein? Du, der du ein Christ bist. Sie hatten wirklich die Hoffnung, die Christen würden am ehesten einsehen, dass sie etwas gegen Nazi-Deutschland machen sollten. Erfolg war gleich null. Etliche von diesen Flugblättern wurden samt Briefumschlägen bei der Gestapo abgegeben. Da sind also die Empfänger zur Gestapo gegangen und haben gesagt, das habe ich gekriegt, davon habe ich überhaupt nichts gewusst, finde ich schrecklich, gebe ich ab. Es gibt noch ein weiteres schönes Bild und einen weiteren schönen Beweis für Sophies Widerständigkeit in der Zeit. Sie nimmt nämlich diese schöne Stillleben, die Kunstpostkarte von Paul Cézanne, wunderbar geordnet, steht im starken Kontrast zu dem, was Sophie auf die Rückseite schreibt. Dort schreibt sie nämlich den Satz, in diesem Jahr wird noch eine Entscheidung fallen, mit jeder Fieber seines Wesens wartet man auf sie. Sie steckt die Karte nicht in den Postkasten, sondern in ein Buch und dort findet sie Ingescholl Jahrzehnte später. Mit jeder Faser, mit jeder Sehne unseres Daseins, unseres Wesens erwarten wir, dass in diesem Jahr wirklich etwas Entscheidendes, und das heißt Entscheidendes zum Umsturz in Deutschland stattfinden wird. Wie sollte es weitergehen mit dem Widerstand? Darüber haben die sich Gedanken gemacht. Inzwischen erfährt Sophie von Hans und Alexander, dass die beiden die Verfasser der Flugblätter sind. Bevor die drei sich überlegen können, wie es weitergehen soll, die vier, Sophie ist ja dann dabei, kommt es zu einem Frontpraktikum. Die jungen Medizinsoldaten, Studenten müssen für 3 Monate an die Ostfront, um dort in Lazaretten zu helfen. Und beim Abschied ist Sophie mit dabei. Sie bleibt dann zurück, aber sie verabschiedet
unter anderem ihren Bruder Hans und Christoph Probst, der nicht mitfahren muss, weil seine Frau das dritte Kind erwartet. Aber das sind eigentlich die drei, die in diesem ikonischen Foto abgebildet sind, die drei, die dann ein paar Monate später am selben Tag, zur selben Stunde fast dann ermordet oder hingerichtet werden. Es ist insofern ikonisch, weil man irgendwie nach diesem Bild meint, Sophie ist der Mittelpunkt und die anderen sammeln sich um sie herum. Das Bild, das ist so prägend, dass selbst der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2019 im Gedenken an den 20. Juli 1944, also den Aufstand der Soldaten, sagt, und dann wollen wir auch nicht den Kreis der weißen Hose, die Gruppe um Sophie Scholl vergessen. Es ist keine Gruppe gewesen, die sich um Sophie Scholl geschart hat, sondern Sophie war eine von ihnen, die mit den anderen zusammen gekämpft hat, aber sie war nicht die Glucke, die sozusagen die anderen zusammengeführt hat. Sie war wichtig im zweiten Teil, weil sie dafür gesorgt hat, dass das überhaupt möglich war, organisatorisch. Sophie ging auch nicht mit fliegenden Fahnen in den Widerstand, nicht keck, wie sie mal früher war, sondern voller Ängste und voller Gebete, und sie bittet Gott, ihr beizustehen. Sie schreibt das in ein Tagebuch. O Herr, wenn ich deine Hand loslassen sollte, so halte du mich fest, dass ich nicht von dir falle. Ach, ich bin ein fauler Sucher. Ich stürze mich von der Zinne des Tempels und denke, deine Engel halten mich schon und behüten mich vor dem schrecklichen Fall. Doch morgen schon kann ich zerschmettert und unten liegen, denn ich weiß nicht, wann die Stunde kommt. O Herr, noch atme ich. Ich danke dir, o Gott, dass du mich noch leben lässt, dass ich noch Frist habe, um dich zu suchen. Gib mir die Kraft, dich zu suchen, denn du lässt es dich erfinden, dass ich einstimmen könnte in den Chor der Engel und unschuldigen Geschöpfe. O du mein Gott, o du mein Gott, o Gott, ich bin vermessen, dich anzurufen. Du bist mächtig und herrlich. Ich habe nichts als den Trotz des Sünders. Hilf mir, ich bitte dich. Vor deinem Angesicht gedenke ich aller Freunde, meines Vaters, den du liebst. Ich spüre es und bin dir dankbar. Ich bin so klein, mein Herz mach rein, und müsste es durch Schmerzen geschehen. Amen. Den Schluss kennen fand ich vielleicht noch als Kindergebet irgendwann gehört zu haben. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, so heißt das Gebet, Sophie macht da draus, und müsste es durch Schmerzen geschehen. Sie ist bereit, sich ganz und lebendig zu fühlen, auch wenn es durch den Schmerz des Widerstands sein müsste. Nach Russland, nach 3 Monaten kommen die Soldaten wieder und inzwischen, kurz darauf, ist klar, wer zum zweiten Teil der Weißen Hose zur großen Aktion dazugehört. Willi Graf, ein ernsthafter, junger, bewundernswerter saarländischer Katholik, der für sein Engagement in einer katholischen Jugendgruppe schon einmal 14 Tage im Gefängnis saß, denn die war ja verboten, der stößt zu ihnen, der fährt mit nach Russland und erklärt sich bereit mitzumachen. Oben rechts sind die beiden Schreiber der ersten 4 Flugblätter, Alexander Schmorell und Hans Scholl. Christoph Probst ist auch Medizinstudent, bleibt mehr im Hintergrund, verständlich, weil er ja eine Familie hat. Er wird aber den Entwurf für ein 7. Flugblatt erstellen. Es wird nicht mehr veröffentlicht. Kurt Huber gewinnen Alexander Schmorell und Hans Scholl, weil sie ihn sozusagen erkannt haben in seinen Lesungen, in seinen Vorlesungen, dass er kritisch mit dem Nationalsozialismus umgeht. Das muss man natürlich so sehen, dass er ab und zu ein paar sarkastische Bemerkungen gemacht hat oder Ansichten geäußert hat, aus denen deutlich wird, er ist kein Nationalsozialist. Natürlich konnte er nicht gegen die Nazis direkt losziehen. Aber es ist jedenfalls so, dass die beiden zu ihm gehen und ihm ein Flugblatt zum Lesen geben. Und Kurt Huber liest sich das durch und stimmt dem zu und fragt, wer denn die Verfasser sind, und dann sagen die beiden, wir. Und dann fragen sie ihn, ob er mitmachen würde bei einer weiteren Flugblattaktion, ob er bereit ist, ein Flugblatt zu schreiben. Und dann sagt er ja, er macht es und er schreibt auch das 6. Flugblatt, das ganz überwiegend dann von ihm ist. Das 5. Flugblatt ist ganz überwiegend wieder von Hans Scholl geschrieben. Inzwischen produzieren die 6
Tausende von Flugblättern. Und dass das gelingt, das ist Sophie Scholl zu verdanken. Sie ist die Managerin dieses zweiten Teils des Widerstandes. Ohne ihre Aktionen, auch, wir haben ja schon gehört, sie bittet Fritz um Geld, sie bittet auch andere noch aus dem Verwandtenkreis der Familie um Geld. Sie sorgt für Briefmarken, für Briefumschläge, für das, was man heute einfach so besorgen kann, indem man an einen Büromarkt geht und das rausholt. Damals war eine Mangelwirtschaft, man musste schon nachweisen, warum man auf einmal 500 Blätter Briefpapier haben wollte. Liebes Fräulein, an wie viele Leute wollen Sie eigentlich schreiben, dass Sie 500 Blätter kaufen? So wurde man dann ungefähr gefragt. Und da musste man schon eine passende Ausrede haben. Sophie hat sich dann in ihre BDM-Uniform geschmissen, noch einmal, muss sie ja gestanden haben und ist sie noch immer, und ist dann sozusagen als BDM-Führerin dorthin gegangen. Dann ging das schon, aber auch mit Risiken behaftet. Ohne sie wäre der zweite Teil der Widerstandsgruppe so erfolgreich nicht gewesen, erfolgreich in dem Sinne, dass sie tausende Flugblätter in und um München verteilt haben, ausgelegt haben, versandt haben, aber auch bis Salzburg und Innsbruck und Linz und Köln und einige nach Hamburg und ganz wenige nach Berlin und Stuttgart und Ulm sind gelangt. Damit wollten sie auch immer wieder zeigen, sie wollten der Gestapo gegenüber den Anschein erwecken, eine große, mitten in einem Netz arbeitende Gruppe zu sein. Ist ihnen auch am Anfang wirklich geglückt. Die Gestapo meinte, da sind überall Leute in den einzelnen Orten, nicht nur in München. Das Ende kommt am 18. Februar 1943. Von dem letzten Flugblatt haben die Geschwister Scholl noch ungefähr 1000 Exemplare übrig. Irgendwas hat nicht gereicht, die Briefmarken nicht oder die Umschläge. Jedenfalls sind die noch übrig und die sollen nicht bei ihnen in der Wohnung sein. Seit Dezember wohnen sie zusammen, Dezember 1942. Darum packen sie die in einen leeren Koffer und haben sich entschieden, die in die Universität zu bringen. Sie haben es genauso getimt, zeitlich eingeteilt, dass sie da sind, als die Studentinnen und Studenten in den Vorleseräumen sind. Es sieht sie also keiner, meinen sie. Sie legen die Flugblätter vorne und hinten aus, auch im ersten und zweiten Stock, und haben am Ende immer noch Exemplare übrig. Also nochmal hoch und dann irgendwie, Sophie Scholl sagt nachher, aus Übermut oder Dummheit, wirft sie einen Stapel von den Flugblättern herunter, die wunderschönen, flatternd sich zum Boden senken. Dort sieht sie dann aber die Flugblätter. Jakob Schmidt, der Hausmeister, der auf einem Kontrollgang ist, ob alles in Ordnung ist. Er kann Sophie und Hans nicht sehen, aber er schließt, woher die Flugblätter kommen und wo dann der Abwerfer sein muss. Er also hochgehastet und sieht Hans und Sophie, läuft auf sie zu. Da niemand da sonst ist, sagt er, da sind sie, ich verhafte sie. Die beiden wehren sich nicht. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen schon mal vorgeplant und gesagt, wenn wir verhaftet werden, wie verhalten wir uns? Denn sie machen am Anfang ziemlich übereinstimmende Aussagen. Die werden dann also erstmal zum Oberhausmeister geführt. Der Oberhausmeister sagt, wir mussten andere entscheiden, nämlich der Rechtsanwalt, der Justiziar der Universität. Der ruft dann auch gleich die Gestapo an. Die hat eine Sonderkommission schon gebildet und sind dann sehr schnell da. Und dann passiert etwas, dass Hans Scholl in seine Jackentasche greift und ein Blatt Papier herausholt, ohne dass es die anderen sehen oder sehen sollen, und beginnt es zu zerreißen und zu zerknüllen und wegzuwerfen. Gelingt nur kurze Zeit, das Papier wird zusammengesetzt, was wahr ist. Der Entwurf für das siebte Flugblatt, dieser Entwurf hatte ihm Christoph Rups gegeben, aber schon Wochen vorher. Hans trug es immer noch oder wie auch immer, er trug es auf alle Fälle in der entscheidenden Phase in seiner Jackentasche. Und ein bisschen auf Umwegen, er sagt nicht gleich, von wem es ist, aber nachher beim Verhör ist es dann klar, dass der Entwurf von Christoph Probst ist. Diese Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit hat dann tatsächlich den Weg zu Christoph Probst, dem Dritten, der mit den beiden anderen hingerichtet wurde, gelegt. Bei der Gestapo werden die beiden Erkennungsdienst nicht behandelt, das heißt also auch fotografiert, und dort entsteht das letzte uns bekannte Foto von Sophie Scholl.
bei den Verhören, die ja, so sagt es am Anfang, gleich am Donnerstagabend begonnen haben, leugnen Sophie und Hans auch und sagen, ja, okay, runtergeworfen haben wir das schon. Hans sagt auch, er hätte mit runtergeworfen. Aber wir wussten gar nicht, was da drauf stand. Das waren nicht unsere Flugblätter, sondern die lagen da schon. Die Gestapo macht eine Hausdurchsuchung in der Wohnung der Geschwister und dort findet man doch noch viel zu viel, jedenfalls unüblicherweise viele Briefmarken und noch Umschläge und Papier. Damit konfrontiert und auch mit einer Zeugenaussage einer Freundin belastet, sagt dann Hans Scholl, ja, ich gebe zu, dass ich das gemacht habe, aber ich habe das alles alleine gemacht. Das war sozusagen der nächste taktische Schritt. Wenn man das nicht mehr leugnen kann, dann nimmt man das alles auf sich. Als Sophie dann hört, dass ihr Bruder das gesagt hat, sagt sie, aber ich war dabei. Ich habe auch mit ihm zusammen die Flugblätter geschrieben. Dann sagt natürlich die Gestapo, sie haben tausende Flugblätter alleine geschrieben und verteilt und versandt. Sollen wir ihnen das wirklich glauben? Natürlich nicht. Manchmal werde ich gefragt, ob die irgendwie gefoltert worden sind. Mit Sicherheit nicht. Das waren gewiefte und erfahrene Kriminalisten, die herausgefunden haben, herausfinden konnten, wann jemand die Wahrheit sagt und wann jemand lügt. Und im Laufe der Zeit haben sie wirklich die beiden dann dazu gebracht, zu gestehen. Und dann wurde aus dem Geständnis immer mehr ein Bekenntnis, dass beide wirklich sagen wollten, wir haben das aus dem Grunde gemacht, weil wir den Krieg für verloren halten. Er muss beendet werden, immer mehr Menschen sterben. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen und deshalb muss Hitler weg und dazu stehen wir auch. Dass sie damit dem Tode sich näherten, war beiden bewusst. Hans wird das gefragt, er hat gesagt, ich habe gewusst, was ich gemacht habe. Dass ich damit auch mein Leben aufs Spiel setze, das war mir klar, aber ich musste es machen. Ich war innerlich mit meinem Gewissen gebunden. Als die Nazis sie dann verhaften, ist es ganz schnell so, dass sie wollen, dass die drei verschwinden. Die sollen wirklich vernichtet werden in Blitzesschnelle. Also man will keine Wochen oder Monate dahin streichen lassen. Aber es soll juristisch auch einwandfrei sein, nach Nazi-Maßstäben juristisch einwandfrei. Also beauftragt man den Oberreichsanwalt am Volksgerichtshof in Berlin, er möge ein Verfahren beanraumen, schon für Montag. Damit man das Verfahren durchziehen kann juristisch, muss es eine Anklageschrift geben. Es muss also jemand alles, was die Leute vorher ermittelt haben, die Gestapo und die Zeugenaussagen, durchlesen und daraus eine Anklageschrift verfassen. Das macht dieser Herr, Albert Weiersberg. Dass das Gerichtsverfahren so läuft, wie es gelaufen ist, ist ganz stark ihm zu verdanken, in Anführungsstrichen. Er ist nämlich ein preußischer Jurist, wie man sich es nur denken kann, pflichtbewusst und eifrig und diensteifrig. Er liest diese hunderte von Seiten durch und verfasst in Tag- und Nachtarbeit. Er wird natürlich unterstützt von der Sekretärin, noch einem Zuarbeiter, die akkurate Anklageschrift und präsentiert die dann auch bei dem Verfahren. Der Vorsitzende ist der berüchtigte Herr Freisler, aber ohne den Weiersberg wäre das nicht gelaufen. Ich habe die Personalakte, die es im Bundesarchiv gibt, anschauen können von Herrn Weiersberg. Es gibt ein Charakteristikum, das sich durchzieht durch alle Zeiten. Er war ja schon Student und Assessor in der Kaiserzeit, dann in der Weimarer Republik und dann unter Hitler. Akkurat, zuverlässig, penibel und genau, pflichtbewusst. Das sind die Charaktereigenschaften, ein guter Jurist, die man ihm also zuerkennt und die setzt er dann dafür ein. Seit 1933 ist er NSDAP-Mitglied und noch andere Organisationen. Also das ist sozusagen, er meint 1933 die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und hängt sich völlig in die NSDAP-Sache ein, bleibt aber bis zuletzt katholisch. Also dort hat man einen katholischen Nationalsozialisten oder einen nationalsozialistischen Katholiken par excellence. Weiersberg sendet auch dieses Schreiben an Sophie und an die anderen auch. Von Sophie habe ich es hier mitgebracht. Er teilt ihr mit, morgen findet der Prozess statt. Wichtig ist, sind diese Linien und Striche, die man dort sieht. Dort in der Mitte, dort oben, da und ganz oben. Denn wenn man
das Blatt bekommt und es dreht, dann sieht es so aus. Das hat Sophie mit dieser Vorlagung gemacht, Vorladung. Sie hat damit, sie hat es als Zeichenpapier benutzt, nochmal zurück. Sie sehen, es schimmert so ein bisschen das durch, was Sophie dort gemacht hat, das F und da oben von der Freiheit. Sie hat das Wort, den Begriff, der ihr am wichtigsten war, als letztes Wort notiert. Das ist wirklich belegbar, das letzte Wort, das Sophie geschrieben und geäußert hat. Auch nach von der Gerichtsverhandlung gibt es immer wieder einige Geschichten, die man aber nicht richtig belegen kann. Der Einzige, der bei der Gerichtsverhandlung wirklich dabei war, war ein Assessor, der gesagt hat, Sophie Scholl habe eigentlich recht wenig gesagt. Also was sie gesagt hat, wissen wir nicht. Jedenfalls, es sind nicht die Geschichten, sie habe Freisler sozusagen im Gesicht, aufs Gesicht widerstanden. Innerlich sicherlich, aber nicht mit den Worten, die sie so gesagt hat. Diese Gerichtsverhandlung findet statt in diesem prachtvollen Gebäude, aber da kann man ja auch außen hui und innen fui, also prachtvollen Gebäuden kann Schreckliches stattfinden. Innerhalb von 2,5 Stunden wird am Montagvormittag die Sache durchgezogen und ein Urteil gefunden und gefällt, angeblich im Namen des deutschen Volkes. Das Urteil für Recht wird erkannt. Die Angeklagten haben im Kriege, in Flugblättern zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defätistische, also negative, schlechte Gedanken propagiert und den Führer aufs Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Zeichens begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Todesstrafe bedeutete im Nazi-Deutschland eine Begegnung mit diesen natürlich auch akkurat gekleideten Herren und ihrem Chef in der Mitte, Herrn Reichardt, der Scharfrichter, der hat ungefähr im Auftrag des Staates und nicht nur im Auftrag des Nazi-Staates, sondern danach auch noch der Amerikaner ungefähr 3000 Menschen hingerichtet. Der konnte das so gut, muss ich so sarkastisch sagen, dass, wie gesagt, die Amerikaner nach dem Krieg ihn auch noch benutzt haben dafür. So penibel waren die Nazis oder konnten sie sein, auch hier leider bei den KZ-Listen, wo man dann genau aufschreibt, wer wann woran gestorben ist, aber woran es gestorben ist, aber jedenfalls die Todeslisten wurden geführt. Auch die Hinrichtung von Sophie ist protokolliert. Da gab es dann Vordrucke. Das ist so ein Vordruck, bei Tausenden von Hinrichtungen kann man das nicht immer neu schreiben, sondern die Niederschrift der Hinrichtung. Die Rückseite ist die interessantere und Sie sehen den akkuraten Herrn Weiersberg in diesen Kritzeln dazwischen. Er hat genderkonform die maskuline Form des Hingerichteten in eine Hingerichtete verwandelt, also statt er immer sie geschrieben. Um 17 Uhr wurde die Verurteilte durch 2 Gefängnisbeamte vorgeführt. Der Leiter der Vollstreckung stellt die Personengleichheit der Vorgeführten mit der Verurteilten fest. Sodann wurde die Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Die Gehilfen des Scharfrichters führten sie an die Fallschirmmaschine, auf welcher sie unter das Fallbeil geschoben wurde. Scharfrichter Reichardt löste sodann das Fallbeil aus, welches das Haupt der Verurteilten sofort vom Rumpfe trennte. Der Gefängnisarzt überzeugte sich vom Eintritt des Todes. Die Verurteilte war ruhig und gefasst. Von der Übergabe an den Scharfrichter bis zum Fall des Beiles vergingen 0,6 Sekunden. Der ganze Hinrichtungsvorgang, der sich ohne Zwischenfall vollzog, dauerte vom Verlassen der Zelle an gerechnet keine Minute, 48 Sekunden. Nach der Abnahme von der Fallschwertmaschine wurden der Körper und das Haupt der Verurteilten in einen bereitstehenden Sarg gelegt und dem Polizeipräsidium München zur Verbringung in den Perlacher Friedhof übergeben. Herr Weiersberg hat das alles für korrekt befunden und abgezeichnet. 17 Uhr Sophie, 17 Uhr 2 Christoph Prob, 17 Uhr 5 Hans Scholl. Es ging also das Morden im Minutentakt. Abends in Erfüllung seiner Dienstpflicht
telegrafiert Albers Weiersberg an seinen Dienstvorgesetzten, den Oberreichsanwalt, heute ohne Zwischenfall verlaufen. Die drei werden tatsächlich auf dem Friedhof am Perlacher Forst beigesetzt. Das ist das Grab, wie es heute etwa aussieht. Sophie und Hans so verbunden, zwei verbundene Kreuze und Christoph Probst daneben. Die drei wollten eigentlich gemeinsam noch das Abendmahl einnehmen, das ging aber nicht. Christoph Probst hatte lange Gott gesucht, konvertierte, so kann man es ja nicht sagen, nein, er gehörte ja keiner Kirche an, nahm den katholischen Glauben in letzter Stunde an und ließ sich dann auch taufen. Und ihm wurde das Abendmahl gereicht, es sollte ihm gereicht werden. Als Hans und Sophie davon erfuhren, sagten sie, wir wollen mit unserem Freund zusammen das Abendmahl einnehmen. Da wurde ihm dann von der Gefängnisverwaltung, aber auch den Geistlichen gesagt, evangelische und katholische waren dabei, das geht nicht, es gibt kein gemeinsames Abendmahl zwischen Katholiken und Evangelischen. Wenn Sie mit Ihrem Freund das Abendmahl einnehmen wollen, müssen Sie konvertieren, dann müssen Sie katholisch werden. Hans und Sophie haben sich beraten und gesagt, das wollen wir nicht. Sie blieben evangelisch. Und so bekamen sie das Abendmahl getrennt von Christoph, der das katholische Abendmahl bekam, das evangelische Abendmahl. Die Bestattung fand auch so statt, dass zuerst die katholische Bestattung stattfand mit dem katholischen Priester und dann die evangelische mit dem evangelischen Gefängnisgeistlichen. Ist es das, was übrig geblieben ist von ihnen? Mehr nicht. Ich glaube, eine ganze Menge mehr und ein bisschen zusammengefasst von dem, was, wie ich meine, von Sophie bleibt, ist, es bleibt eine Gewissheit, keine Politik, Ideologie oder gesellschaftliche Norm ist alternativlos. Man kann also immer, finde ich, andere Wege finden. Und eine Ermutigung, Glaube gibt Kraft zur Individualität, Widerstand und zum Freiheitskampf. Das, glaube ich, können wir bei dem Glauben auch heute noch immer lernen, dass er stark macht und Mut macht. Und eine Zuversicht, jeder und jede kann seinem, ihrem Gewissen, kann Gott mehr gehorchen als den Menschen. Letztlich zählt, so finde ich, das Gewissen, dass man in Einklang bringen kann mit den Gesetzen und sollte. Aber letztlich muss man seinem eigenen Gewissen Gott mehr gehorchen und entscheiden, ist das das Richtige, was ich tun soll oder das, was andere von mir fordern oder erwarten. Hans und Sophie Scholl und die anderen der Weißen Rose waren wirklich Lichter in einer ganz dunklen Zeit. Unsere Zeit ist viel heller, man kann die Demokratie nicht mit Nationalsozialismus vergleichen, aber es gibt auch eine Menge von Dunkelheiten, wo wir Licht brauchen, Lichter, die uns heute leuchten und uns den Weg weisen. Und das, glaube ich, können Hans und Sophie Scholl mit ihrer Liebe zur Freiheit auch noch heute machen. Und darum bleiben sie für mich und für viele andere und ich hoffe auch für Sie ein Vorbild. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Eine Lesung war angekündigt. Einen spannenden Vortrag haben wir gehört. Und wer es vertiefen will, es gibt nachher am Ausgang eben auch noch die Biografie sowohl von Sophie Scholl als auch von Hans Scholl zu erwerben. Jetzt wäre noch die Möglichkeit für Rückfragen. Ich komme zu Ihnen, ich setze mir gleich die Maske wieder auf. Dürfen Sie noch Fragen an Robert Zoske stellen? Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Vielleicht die Maske beim Fragestellen abnehmen, ist ein bisschen deutlicher. Das wäre nett. Also was mich jetzt immer bewegt hat, es geht ja um Sophie und Hans, was ist mit den anderen zwei Geschwistern passiert? Die sind gar nicht mehr aufgetaucht. Haben die gar nichts mehr damit zu tun gehabt? Niemand wusste von nichts, um das so ganz knapp zusammenzufassen. Also niemand aus der Familie hatte irgendeine Ahnung, was die Hans und Sophie machten. Und darum waren sie auch umso geschockt. Erst mussten sie erfahren, die sind im Widerstand, machen etwas, was sozusagen strafrechtlich verfolgt wird. Dann mussten sie mit dem Gefängnis und mit der Todesstrafe in alles in Blitzesschnelle zurechtkommen. Es war ein totaler Schock für sie.
weil die Familie eigentlich so eng zueinander gehörten und sich ja auch gegenseitig achteten und liebten, war das schon etwas ganz Schwieriges. Aber es war offensichtlich so, dass zuerst Hans, der wollte eigentlich auch nicht, dass Sophie mit dazu kam, sicherlich auch deshalb, weil er sie beschützen wollte, dass die zwei dann gesagt haben, nein, wir weihen unsere Familienmitglieder nicht ein. Die Familie wurde danach in Sippenhaft genommen, einige Tage oder Wochen oder der Vater länger auch. Und alle mussten damit leben, was ist mit unseren getötet, was ist mit uns passiert, wie sollen wir damit umgehen. Der Bruder Werner ist in, wie man so sagte, in Russland geblieben, also vermisst. Aber die anderen lebten noch Jahrzehnte weiter. Am extremsten ist eigentlich die Inge Scholl damit umgegangen, mit dem traumatischen Erlebnis. Sie hat einmal ganz stark versucht, es religiös zu bearbeiten. Sie hat sich nämlich genau am Todestag ihrer Geschwister, zwei Jahre später, am 22. Februar 1945, noch einmal taufen lassen, jetzt aber katholisch. Also sie ist nicht einfach nur konvertiert, sondern mit allem drum und dran, mit einer Wiedertaufe, um zu sagen, ich lasse mich am Tag, dem Todestag meiner Geschwister mehr oder weniger auf sie taufen und weihe mein Leben ihnen. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat ihre ganze Energie da reingesteckt, dass ihre Geschwister Hans und Sophie Scholl zu Vorbildern werden und anerkannt werden und ihr Gedächtnis nicht auslöscht. Das war sozusagen ihre Art und Weise, damit umzugehen. Die anderen haben es ein bisschen anders gemacht, aber Sophie war immer bei denen. Ein Neffe hat mal gesagt, die Eltern wollten uns davon so ein bisschen fernhalten, aber bei uns am Frühstückstisch haben immer Hans und Sophie mitgesessen. Das fanden wir aber nicht so dolle, weil sozusagen die waren immer mit beim Frühstück dabei und natürlich immer so, wie sie auch gelebt haben und gestorben sind. Also es war Belastung und es war Freude für die Familie, so wie ich es gehört habe. Ja, ich habe zwei kurze Fragen. In dem Film, der kürzlich wieder gezeigt wurde, da werden die letzten Worte überliefert. Jesus, du auch mit ihrer Mutter, ob das, sie das auch bestätigen können. Und was Zweites, ich habe ein Büchle gelesen vom Prälat Dietrich, das Sie sicher auch kennen. Der hat mit dem Jahrgang von der Sophie goldene Konfirmation gefeiert und wollte am Abend dieses Feiertages oder hat noch was von ihr vorgelesen. Und die ganze Gruppe war hell entsetzt und hat ihm die bittersten Vorwürfe gemacht, er habe ihnen den gesamten goldenen Konfirmationstag versaut. Also die Frage, wie ist es dann im Nachkriegsdeutschland aufgenommen worden, ob Sie da vielleicht was dazu sagen können, erkläre, ist sowieso schwierig, aber... Aber das Schöne, was Sie am Anfang noch zitierten, kann ich noch mal bestätigen. Das ist eines der ergreifendsten Sachen. Magdalene Scholl schildert, dass sie Sophie zum letzten Mal gesehen hat und ist ihr ganz nahe und sagt zu ihr, Geld, Sophie, Jesus. Und Sophie habe ihr geantwortet, bestimmt, fast befehlend, so sagt es Magdalene, ja, Mutter, aber du auch. Also Sophie bekommt von der Mutter gesagt, du kannst dich auf Jesus verlassen, er ist bei dir, glaube ihm. Und Sophie bestätigt das, ja, das will sie machen, aber sie gibt den Ball an die Mutter weiter und sagt, du musst dich auch auf ihn verlassen, denn das, was jetzt auf dich zukommt, das ist unwahrscheinlich schwer zu tragen. Das finde ich ergreifend eigentlich. Die Mutter schildert das an zwei unterschiedlichen Briefen, dass sie das so erlebt hat. Ja, nach dem Krieg damit umzugehen, war immer eine ganz schwierige Sache, speziell für die Familie Scholl, aber auch natürlich für die Familie Eicher. Nachher hat ja Inge Scholl den Manuel Eicher, den Otschel Eicher geheiratet. Für alle, die damit irgendwie zu tun hatten, die waren belastet und traumatisiert dadurch. Auch der, sie hieß ja nachher Inge Eicher Scholl, weil sie den Otschel Eicher, einen ganz tollen Designer, geheiratet hat. Auch der war in die ganze Sache mit
verknüpft, weil er eigentlich die zwei hätte warnen sollen, das aber offensichtlich nicht auf die richtige Schulter genommen hat, sondern auf die leichte Schulter und den beiden nicht früh genug Bescheid gesagt hat. Ob das was geholfen hätte, wäre noch was anderes. Aber alle waren irgendwie belastet durch dieses Geschehen, auch noch Jahre und Jahrzehnte später. Ich bin Ewald Stifler. Und ich hatte Schlaganfall, konnte nicht so richtig sprechen, aber nach meiner Konfirmation in der Jüngerschaft haben wir die Situation aufgenommen von dem Widerstand. Zum Beispiel auch Dietrich Bonhoeffer oder Steifer und so weiter, gerade auch Scholl. Ich bin Jahrgang 42, ich nehme immer wieder bei den Widerständen, also lesen, in Greifelden, Teilfelden, also in Greifelden, Teilfelden, Heilfingen, ist ja die Gründung von Vergessen. Und ich muss sagen, wenn ich dazu gewesen wäre damals, wäre ich auch mitgesprochen, wäre auch bald willkommen, wie vielleicht schon auch. Zurück, aus meiner Sicht, muss ich mich fragen, wie könnte das so weit kommen? Unsere Politiker wissen auch heute das, wissen, wenn die so große Menschen arbeitslos sind, können sie sich vorstellen, dass wieder das wieder sich wiederholt. Und hier glaube ich, das Vergessen richtig und verarbeiten, aber auch nicht wiederholen und die Gründe, was sind. Ich meine, ich bin nicht Politiker, sonst was, aber bekannt hat er mir gesagt, da ist 10 Jahre älter wie ich oder war, da ist er gestorben, in Kohlen hat gewisse Prozent in Frankreich abladen müssen, bis heute noch. Muss ja dir sein, aber ich sage so. Genau, also für alle, die des Schwäbischen nicht ganz so mächtig sind, wie konnte es so weit kommen? Was hat dazu beigetragen und wie können wir das heute verhindern? Dankeschön, ja. Das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, die man in 3 Minuten nicht abhandeln kann, aber selbstverständlich ist Hitler an die Macht gekommen, weil es auch Deutschland so schlecht ging. Und weil es in der Weimarer Republik die Demokratie wirklich keinen Fuß fassen konnte. Warum nicht früher Menschen aufgestanden sind dagegen, ist eben die geschickte Taktik von Hitler, dass er sich sozusagen wie ein Messias gebärt hat. Also selbst der Konfirmationspastor von Sophie Scholl, der nachher anders dachte, war 1933 ganz begeistert von Hitler und hat gedacht, das ist der Mann Gottes, der Mann, der uns voranbringen wird. Das glaubten viele in der katholischen und in der evangelischen Kirche und es hat enorm lang gedauert, bis einige, auch nicht alle, durchaus nicht erkannt haben, dass Hitler eigentlich gegen die Kirchen war und die Kirchen und den christlichen Glauben eigentlich abschaffen wollte. In Privatgesprächen hat er das immer wieder gesagt, der christliche Glaube gehört der Vergangenheit an, die nationalsozialistische Ideologie wird siegen. Wo muss man heute gucken? Man muss wirklich wach sein und bereit sein zu diskutieren und mit anderen Leuten zu reden und nicht irgendwelchen Demagogen nachlaufen, die einfache Sprüche klopfen für schwierige Probleme. Was auch nicht der Fall sein kann, dass man nicht mehr miteinander redet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch unterschiedliche Ansichten ausgetragen werden. Und ich bin bereit, eigentlich mit jedem zu reden, der mit mir reden will. Also Culture Cancel, dieser Schlagbegriff, dass man also bestimmte Ansichten gar nicht mehr äußern soll, das glaube ich ist auch der verkehrte Weg. Miteinander sollte man demokratisch diskutieren und einen gemeinsamen Weg suchen. Sie haben angedeutet, dass die Resonanz auf die Flugblätter fast ausschließlich negativ war. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass das auch positive Resonanz gefunden hat? Ja, gibt es. Das 6. Flugblatt, das gelangte auf Umwegen über Schweden nach England und die Engländer haben
es mit einem Beiwort versehen, haben es publiziert und haben geschrieben, liebe Deutsche, schaut mal, es gibt auch noch andere Deutsche, die gegen Hitler sind. Und sie haben das in Zehntausender, vielleicht auch in Hunderttausendfacher Auflage über Deutschland abgeworfen. Was daraus an Feedback gekommen ist, das ist nicht bekannt, aber dass die Engländer es sozusagen als eine Propagandawaffe gegen Hitler-Deutschland angewandt haben, ist das eine Positive. Und das andere Positive ist, dass es über England auch nach Amerika gekommen ist zu Thomas Mann, der ist ja emigriert, der Nobelpreisträger. Und der hat jeden Monat schon jahrelang eine Sendung auf BBC gehabt, wo er gegen Hitler auf intellektuelle Weise anwetterte und immer gefordert hat, Hitler muss abgesetzt werden. Die Sendung wurde mehrfach monatlich wiederholt. Und bei der nächsten Gelegenheit hat er aus diesem Flugblatt zitiert und hat gesagt, brave, herrliche junge Leute, ihr vertretet das andere Deutschland. Ihr habt ein Signal gesetzt, dass es auch andere Deutsche gibt. Euch wird man nach dem Kriege Denkmäler errichten, wenn die Nazi-Bonzen schon alle vergessen sind. Also das sind die beiden ganz positiven Feedbacks, die es gibt. Also um dann bei dem gerade noch dran zu bleiben, also die Flugblätter wurden ja verteilt, gab es da nicht auch dann noch andere, die es dann gelesen haben und das dann weiterging? Also ich denke jetzt gerade so an Belarus oder in andere Länder, wo ja so Studentenbewegungen manchmal auch größer werden. Warum konnte es denn in Deutschland größer werden? Jetzt die Verteilung der Flugblätter, oder? Ja, die Aktion, die war ja auch hinter den Studenten auch gelesen. Hat sie nicht, ja. Hat die sich bewegt? Es war sicherlich, warum viele Leute nicht darauf reagiert haben, eine Mischung aus, sie haben nicht dem zugestimmt oder sie hatten Angst. Der Willi Graf berichtet, der ist ja ins Saarland gefahren, in Rheinland hat versucht, andere Leute zu gewinnen. Und die allgemeine Meinung war, bis auf ganz wenige, die allgemeine Meinung war viel zu gefährlich. Wenn wir geschnappt werden, werden wir einen Kopf kürzer gemacht und das lohnt sich nicht. Oder die andere Meinung war, ja, wir sind auch keine Nazis, aber erstmal muss der Krieg gewonnen werden, dann räumen wir mit den Nazis auf. Das waren um die Jahre, Jahreswende 42, 43. Also jeder hatte irgendwelche für sich persönlich plausible Gründe, warum er nicht mitmachen wollte. Zwei fand immerhin Willi Graf, die in Saarbrücken gesagt hat, wenn wir Flugblätter bekommen, wir werden die weiter verteilen und wir werden uns dafür sorgen, dass sie auch weiter gedruckt werden. Aber sonst hatten die anderen immer einsichtige, rationale Gründe, warum sie nicht mitgemacht haben. Was glauben Sie, wie viele Kinder das annehmen, mitziehen im Kopf? Also ist ja Werbung da überall. Man lässt ja auch die Schule und so weiter. Nicht? Aber wie weit die junge Generation, wie weit kann man das vermitteln, dass nicht untergeht irgendwann, vielleicht 20 Jahre, sagen wir mal. Mhm. Da habe ich ja das Glück gehabt, heute Nachmittag im Hospitalhof gewesen zu sein. Da waren alle 10. Klassen des St. Agnes Mädchengymnasiums da. Und die haben mit großem Interesse und großer Aufmerksamkeit sind sie dem gefolgt, haben auch ganz tolle Fragen gestellt. War deshalb so gut, weil sie mehrere wirklich gute Lehrer haben, die mit ihnen auch das Thema vorbereitet haben. Also das Interesse ist durchaus da. Und die zeitliche Distanz zwischen der 21-jährigen Sophie und 15-, 16-, 17-jährigen jungen Menschen, Jungen wie Mädchen, ist nicht so groß, dass sie zumindest nicht sagen, okay, wir können auch etwas verändern. Wir wollen jedenfalls nicht nur das tun, was andere sagen, sondern wir haben auch die Kraft, unserem eigenen Gewissen zu folgen. Ich denke, die Erfahrung habe ich schon gemacht, sowohl mit Hans wie mit Sophie, das sind auch noch heute Vorbilder für ein eigenständiges Leben und die jungen Leute sind durchaus ansprechbar dafür. Ein Zeichen dafür ist auch das Instagram-Projekt Ich bin Sophie Scholl, das vom Bayerischen Rundfunk und vom Südwestfunk auf Instagram installiert worden ist, wo man Sophie jeden Tag folgen kann. 1 Million Follower gibt es, die also da mitgucken. Ich gucke mir das auch an, damit ich auf der Höhe bleibe.
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil es total auf der gefühlsmäßigen Ebene läuft. Also man macht sozusagen das mit, was Sophie auch an Gefühlen in Bezug auf Hans, aber auch in Bezug auf Alexander mitmacht. Wenn es immer nur bei den Gefühlen bleibt und dann nicht noch mehr Fakten dazukommen, sage ich mal, in den nächsten Wochen, dann ist es wirklich wirklichkeitsverkürzt. Aber, darum führe ich das als Beispiel an, 1 Million Menschen, überwiegend Jüngere oder bis 30 sind eigentlich die Zielgruppe, sagen immerhin, uns interessiert Sophie so sehr, dass wir uns da eingetragen haben und sagen, wir wollen sehen, wie das mit Sophie weitergeht. Es ist noch nicht zu Ende, diese Geschichte, dass wir uns selber immer wieder fragen müssen, wem folgen wir, von wem lassen wir uns leiten und führen und wo leisten wir Widerstand, wo reflektieren wir uns selbst. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute Abend in das Fühlen und Denken von Sophie Scholl mit hineingenommen haben. Wir haben einen kleinen Gruß vorbereitet. Ganz herzlichen Dank Ihnen und Ihrer Frau, die Sie begleitet hat auf dieser Reise in den wilden Süden. Faire Produkte sehe ich schon. Wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ein weiterer Dank gilt der evangelischen Erwachsenenbildung, Johannes Söhner, der uns hier diesen Vortrag vermittelt hat. Mein Dank auch an Sie. Dankeschön, Herr Söhner. Und wir bedanken uns auch beim Technikteam, das im Hintergrund dazu beigetragen hat, dass auch Menschen zu Hause heute Abend mit zuhören konnten. Herzlichen Dank auch von mir. Ich möchte schließen. Sie haben gesagt, der Glaube ist eine Kraft, der uns hilft, diese Entscheidungen auf eine kluge Weise zu treffen. Und wir wollen an diesem Abend uns unter den Segen Gottes stellen. Und wem es möglich ist, den bitte ich, dazu aufzustehen. Geht hin in diesen Abend, in diese Nacht, in einen neuen Tag und in eine neue Zeit, unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.